Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Hamburg Hafen Live. Ja, heute nicht aus dem Hamburger Hafen, ihr habt es ja in der Ankündigung gesehen. Heute steht die Überführung der Carnival Jubilee aus der Meierwerft in Papenburg auf dem Programm. Und ich dachte mir, da ich das selber auch noch nie gesehen habe, machst du dich mal auf den Weg, guckst dir das Ganze mal an und versuchst mal irgendwie einen Livestream hinzubekommen. Ja, der Zeitplan ist so ein bisschen, sagen wir mal, dehnbar. Also so hundertprozentig wissen wir nicht, wann es losgeht. Allerdings haben wir schon gesehen, dass es jetzt den ersten Schlepper gibt. Ich gehe mal hier rüber und da vorne seht ihr, da ist die Dockschleuse und gerade eben ist dort der erste Schlepper reingefahren. Der scheint da jetzt zu warten und ich dachte mir, ich starte einfach schon mal den Livestream für alle, ja, die vielleicht einen Brückentag haben und ein bisschen gucken wollen. Denn ja, die Schlepper, die müssen natürlich am Schiff noch festgemacht werden. Und wenn wir darüber gehen, dann sieht man auch, dass am Heck des Schiffes schon so ein fetter Flansch ist. Ist etwas zu schwenken. Also da seht ihr, da ist halt so eine fette Befestigung. Und da wird der Schlepper dann hinterher fest mit dem Schiff verankert. Ja, es wird ein spannender Tag. Ich habe geplant, zwischendurch mal den Standort zu wechseln. Das heißt, ich möchte gerne hier übertragen, ja, wenn das Ganze losgeht, so ein bisschen Schlepper festmachen und dann wird das Schiff ja in die Dockschleuse gezogen. Und dann, wenn das losgeht, dann will ich hier den Stream pausieren, umziehen, mich auf den Deich stellen und dann vom Deich aus gucken, wie das Schiff durch die Dockschleuse gezogen wird und dann halt auch, ja, auf die Ems. So, und heute haben wir auch eine Neuigkeit, etwas, was wir das allererste Mal ausprobieren. Ich habe einen Gast dazu geschaltet, den Sebastian Göbel. Den kennt ihr vielleicht unter dem Namen Cruise Ships Germany. Der war die letzten Jahre immer dabei. Heute ist er leider verhindert. Und wir haben gesagt, Mensch, wir probieren einfach mal aus, ob ich dich nicht irgendwie dazuschalten kann. Und daher gucke ich jetzt mal, ob der Basti da ist. So, Sekunde mal. Da müsste er sein. Basti, kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Moin, Paddy. Super. Und jetzt müssen wir mal kurz warten und mal die Zuschauer fragen, ob die dich auch hören können. Und ja, gleich, wenn die dich einmal hier quasi kennengelernt haben, dann können wir das Bild auch ausblenden. Dann bist du nur als Ton- und Gesprächspartner dabei. Das reicht ja. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit in dein Büro gucken, denke ich mal. Ne? Richtig, das reicht. Ja, von daher, ja, erstmal die Frage jetzt hier an die Zuschauer, ob ihr den Sebastian hören könnt, ob damit alles soweit in Ordnung ist. Und dann können wir gleich, wir hören ihn aber ein bisschen leise. Ich habe noch ein bisschen Volume, was ich hochdrehen kann. Ich habe ihn mal etwas höher gemacht. Ja, Sebastian,
Du warst ja schon bei vielen Überführungen dabei, richtig? Richtig, genau. Das waren bis jetzt eher das Ausdocken, wo ich dabei gewesen bin, wenn sie aus der Halle rauskommen, weil Überführung ist halt immer schwierig zu planen mit dem Termin. Ne? Also es kann sich immer gerne mal kurzfristig verschieben, wegen Wetter und so weiter. Von daher, Ausdocken ist meistens ein bisschen sicherer, aber für Überführung habe ich auch schon ein paar gemacht. Ja, und es hieß ja auch als erstes, dass sie Sonntag überführt wird. Das haben sie höchstwahrscheinlich wegen Wind abgesagt, weil das doch gestern ein bisschen gepustet hat. Und so ein Schiff, das hat ja schon eine ordentliche Angriffsfläche. Von daher haben sie das nochmal verschoben. Ja, und heute ist der Wettergott auf unserer Seite. So, ich glaube, ich kann dich hier mal ausblenden. Dann haben wir nur noch den Ton von dir. Haben die Zuschauer dich einmal kennengelernt. Kommen sicherlich noch einige Zuschauer später dazu. Ja, als ich gestern hier ankam, muss ich sagen, ich bin an dieser Halle vorbeigefahren, die man hier links neben dem Schiff sieht. Und ja, von hier sieht es gar nicht so krass aus. Aber wenn man da dran vorbeifährt und ziemlich nah dran ist, das ist ja eine gigantische Halle. Na? Also das ist ja riesengroß. Ja, also das ist echt abgefahren. Also es ist ja sowieso immer so, wenn man nah an etwas rankommt, dass dann natürlich die Größenverhältnisse immer noch mal deutlich, deutlich imposanter werden. Ne? Wir sehen jetzt das Schiff hier von hinten. Das heißt, die Schiffe, die werden also auch komplett in der Halle gebaut. Bis, ja, aber ich denke mal, solche Dinge wie Schornstein, die kommen später drauf. Das sieht mir nicht so aus. Ja, und hier sieht man es von hinten, Schornstein ganz interessant, hat seitlich so zwei Flügel. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Markenzeichen von Carnival, oder? So, ich muss mal nebenbei gerade hier was tippen auf dem Handy. So. Ja, und was auch krass ist, die haben ja eine Achterbahn an Bord. Sieht man hier. Die geht auch. Alles klar. Alles klar, okay, danke dir. Hatten die denn schon angefangen zu bauen oder haben die, also haben die Teile übernommen oder haben die dann quasi komplett neu geplant und gebaut? Weil ich kenne das so aus der Containerschifffahrt, da werden teilweise, also ich weiß Hapag-Lloyd, sowas hier wie die Montevideo Express, das Schiff wurde ursprünglich für eine ganz andere Werft gebaut, für eine andere Reederei. Und das merkt man halt auch, weil das Schiff ist von innen und Brücke und so, das ist halt überhaupt nicht Hapag-Lloyd-like, die haben die nur irgendwann komplett übernommen. Ja, abgefahren. Ja, jetzt ist sie auf jeden Fall fast fertig. Das Schiff wird halt heute über die Ems überführt. Ist auch eine etwas langwierige Geschichte. Also die kommt ja erst irgendwann morgen früh in Emshaven an. Ne? Oh, ich höre gerade, man hört den Gast nicht mehr.
Okay. So, Sekunde. So, jetzt müsste man auch den Sebastian wieder hören. Sebastian, sag noch mal was. Ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht. Ich habe dich komplett ausgeblendet, statt nur dein Bild abzuschalten. Deshalb, ihr Lieben. Also wie gesagt, wir testen das auch das erste Mal hier mit einem Gast, der aus der Ferne dazugeschaltet ist. Und es sind einfach zu viele, sind leider zu viele Knöpfe, die ich hier drücken kann, was alles passt oder passen muss. Ich habe mich auch dadurch, dass das Bild jetzt aus ist, habe ich mich ein bisschen besser ans Mikro gesetzt. Von daher kann man mich ja jetzt wahrscheinlich etwas besser hören als vorher. Ja, ja. Also daher nochmal, sorry, dass ihr hier gerade nur einen Monolog gehört habt und die andere Hälfte, den Basti nicht. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass die Carnival Jubilee ursprünglich für AIDA geplant war. Und aufgrund Corona hat man dann beim Mutterkonzern Carnival gesagt, wir bauen die jetzt dann doch nicht für AIDA, sondern da wird halt ein Carnival-Schiff draus. Genau. Es ist ja auch jetzt schon das letzte Schiff dieser Baureihe. Also erstmal sind keine weiteren mehr geplant. Es gibt ja, wie gesagt, zwei bei AIDA, dann gibt es zwei bei Costa, dann gibt es zwei bei P&O. Die Iona zum Beispiel, die auch schon jetzt öfter in Hamburg zu Gast war. Und jetzt eben dann nochmal zwei bei Carnival plus eben die Jubilee, die dann jetzt zum Jahreswechsel hin dann dazu kommt. Ja, wenn sie dann über die Ems überführt ist nach Emshaven, dann ist ja noch nicht Schluss. Na, da müssen ja noch, also einiges ist da ja noch zu tun. Genau. Weißt du, was die Übergabe da ist jetzt? Übergabe ist jetzt aktuell geplant für den 4. Dezember. Sie wird halt eben in Emshaven noch einen Großteil der Innenausstattung bekommen, um eben, weil man eben auf der Ems nicht so viel Tiefgang hat, dass man Gewicht sparen will, wo es geht. Und wird natürlich auch von dort aus nochmal, ich glaube, 3 Probefahrten sind es insgesamt, dass sie dann nochmal die Maschinen und alles testen, dass auch alles vernünftig funktioniert. Ja. Ja, und die Überführung, ich weiß nicht, ob ihr das eben mitbekommen hattet, aber das sind ja dann doch irgendwie bestimmt 70, 80, 90 Kilometer oder so hier über die Ems. Und, ja, sind grob 60 Kilometer sind es. Sind so anderthalb Tage, ne? Ich habe hier sogar mal was vorbereitet. Ich habe nämlich so eine kleine Animation, die kann ich mal einspielen. Du wirst sie jetzt wahrscheinlich nicht sehen, sondern nur im Stream etwas verzögert. Aber da seht ihr mal, welche Route die Carnival Jubilee nehmen muss. Geht halt los hier in Papenburg. Und dann gibt es so ein paar Nadelöhre. Es gibt ganz berühmt oder ganz bekannt ist ja die eine Brücke, Jan-Bergmann-Brücke, ist das richtig? Berghausbrücke, genau. Genau, das ist halt ein so ein Nadelöhr. Na, da ist es wirklich extrem eng. Dann die Friesenbrücke in Wehna ist, glaube ich, auch so ein kleines Nadelöhr, richtig? Ja, die aktuell quasi gar nicht richtig da ist. Also sie wird ja neu aufgebaut komplett. Auch mit 2 Spuren dann für den Eisenbahnverkehr und auch einfach noch mal breiter, damit man eben die Schiffe besser durchkriegt. Ja. Ja, und eben haben wir schon gesehen, oder jetzt sehen wir es auch, es steigt schon ordentlich Rauch aus dem Schornstein. Genau. Also das heißt, diese beiden Flügel, die da rechts und links dran sind, die sind jetzt nicht nur reine Attrappen, das sind nicht irgendwie nur so Spoiler, sondern man sieht halt auch, dass die Schornsteine quasi da rausgeführt sind, so dass der Rauch seitlich rauskommt. Genau. Es ist auch so, dass das Schiff jetzt noch nicht mit Flüssiggas fährt. Ist ja auch dafür gebaut, dass es mit Flüssiggas fahren kann im Endeffekt. Aber du hast halt eben, ich sag mal, in Deutschland noch nicht so die Voraussetzung, gerade in Papenburg, dass du da Flüssiggas quasi tanken kannst. Weil wir kennen alle Deutschland, dass das da auch mit Genehmigungen und so weiter alles ein bisschen kompliziert ist, sagen wir mal. Ah, okay. Also ich fährt jetzt quasi noch mit Marinediesel die ganzen ersten Wochen jetzt auch bei den Probefahrten. Und wenn sie dann nach Amerika überführt wird, da wird sie dann wahrscheinlich das erste Mal Flüssiggas aufnehmen.
Ja, die Schiffe sind ja alle als sogenannte Dual-Fuel-Schiffe gebaut. Das heißt, sie können halt sowohl als auch. Und jetzt kommt hier der erste Schlepper. Und wer macht's? Natürlich wieder Fairplay. Fairplay 62 ist dabei. Der geht jetzt hier durch die Dockschleuse. Und ich denke mal, dann geht das hier langsam damit los. Der zweite Schlepper ist auch schon da. Der kommt gleich hinterher. Ist auch ein Fairplay. Die Nummer habe ich jetzt gar nicht mehr. Und ich glaube, es gibt noch einen dritten Schlepper. Und das ist, glaube ich, einer von Boluda Towage, der VB Geste. Genau. Ja, das heißt, die Vorbereitungen gehen jetzt los. Ja. Also 12 Uhr Passage Dockschleuse war vielleicht doch sehr großzügig berechnet. Ja, also Planung ist aktuell, wenn die fest ist und es anfängt sich zu bewegen, dann werde ich den Stream pausieren. Ich hoffe, das klappt. Alles zusammenpacken, auf den Deich klettern und da dann den Stream wieder aufnehmen. Aber hier ist das Fairplay 86, glaube ich, ne? Oder ist das eine 96? 86. Ja. 86, und genau. Ah, Schlepper sind einfach genial. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass schon so viele eingeschaltet haben. Wir haben noch gar nicht hier mit unseren Zuschauern interagiert. Es ist, muss ich gestehen, auch alles ein bisschen aufregend. Und dann natürlich noch mit dem Sebastian hier in der Leitung. Also es sind viele Dinge, aber Tanja ist auch da, die guckt so ein bisschen von zu Hause in den Chat und ja, assistiert da so ein bisschen. Ansonsten genau, sind zum Glück viele, die sich ihre Fragen gegenseitig beantworten, ja. Weil gerade du hast jetzt, glaube ich, nicht den großen Blickkontakt zum Chat, ne? Nee, es ist im Moment wirklich ein bisschen schwierig, aber Sebastian, du sitzt ja auch zu Hause am Rechner, schön genau. Im Warmen mit deinem Käffchen und hast auch einen Blick mit auf den Chat, ne? Also das heißt, genau. Wenn da also richtige wenn Fragen sind, zum Schiff zur Werft sein sollten oder auch zur Dockschleuse, wo sie gleich durchgeht, einfach stellen. Ich guck, dass ich sie nach bestem Wissen und Gewissen dann beantworte. Ja, ja, und auch viele Bekannte hier sehe ich gerade. Wir können gar nicht immer alle mit Namen begrüßen, aber ich freue mich natürlich immer, so viele bekannte Gesichter hier zu sehen. Also einige, die werden wohl doch einen Brückentag haben. Ja, und der erste Schlepper fährt auch schnurstracks in Richtung Heck, also Achtern. Wahrscheinlich wird der da dann auch gleich festmachen. Genau. Ja, wir werden zwischendurch auch einfach mal die Bilder ein bisschen stehen lassen. Wir müssen jetzt auch nicht immer die ganze Zeit sammeln und alles kommentieren, denke ich. Weil das fällt ja auch schwer bei so einem Livestream. Also irgendwann gehen einem ja auch die Gesprächsthemen so ein bisschen aus. Ja, schade. Jetzt stehen wir natürlich direkt dahinter, so dass wir es eigentlich festmachen nicht sehen. Aber wie das halt so ist bei so einem Stream, du kannst nicht alles haben. Na? Ja, Fluggesellschaft, das ist die Premiere für die Hamburg Hafen Live Phone Unit. Und ich hatte es ja damals angekündigt, also es ist ja nicht nur eine Phone Unit, sondern es ist ja sogar, ach jetzt ist der Sebastian, es ist ja sogar mit Bild hier. Also zugeschaltet ist uns hier der Sebastian Göbel von Cruise Ships Germany. Aber ja, bildtechnisch werden wir ihn natürlich die meiste Zeit eher ausblenden, weil ist ja jetzt auch nicht so spannend, auch wenn der Sebastian sicherlich ein hübscher Junge ist. Aber ab und zu muss ich das mal einschalten, ganz einfach, um das auch zu testen. Ne? Weil theoretisch ist also diese Technik, mit der wir das gerade machen, auch ja, quasi so die Vorbereitung dafür, dass man von zwei oder mehreren Standorten streamen könnte. Also du könntest ja jetzt theoretisch, statt zu Hause zu sitzen, könntest du natürlich jetzt auch mit einer zweiten Kamera irgendwo anders stehen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Genau. Ja. Ich hoffe, es geht mit dem Wind. Kurzes Stichwort nochmal zu den Schleppern. Früher war es ja so, ich glaube bis 2013, dass sie noch an die lange Leine genommen wurden quasi. Und mittlerweile ist es aber so, einfach dadurch, dass man das Ganze dann besser steuern kann, werden die Schlepper quasi direkt mit dem Schiff verbunden. Das heißt, du hast hinten diesen schwarzen Fender, wo er dann mit vier Leinen festgemacht wird. Ähnlich ist es vorne, da hast du dann so einen ganzen Schwimmponton, der da quasi vor das Schiff getackert wird und da kommt dann direkt der Schlepper dran.
einfach um dann die Kraft der Schlepper gebündelter direkt aufs Schiff zu übertragen. Ja klar, dann hast du halt keine Leine dazwischen, sondern hast im Grunde genommen eine wirklich feste Verbindung zwischen Schiff und Schlepper. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Fender, die hinten ja richtig angeschweißt sind, die werden sie wahrscheinlich wieder entfernen, sobald das Schiff in Emshaven ist. Genau, es ist ja quasi bei jedem Schiff der gleiche. Der wird vor dem Ausdocken wird er rangeschweißt und in Emshaven wird er dann wieder abgemacht. So. Ja, der dritte Schlepper ist hier in Warteposition. Der wird wahrscheinlich nicht direkt festgemacht mit dem Schiff, oder? Genau, der begleitet einfach nur die Überführung, falls einer von beiden ausfallen sollte, dass er dann eben kurzfristig einspringen könnte. Ja, und was ja auch ganz interessant ist, die ziehen das Schiff ja rückwärts über die Ems. Genau. Also es fährt nicht vorwärts, sondern es wird rückwärts gezogen. Weißt du, was der Grund dafür ist? Der Grund ist im Endeffekt, wenn du diese Propellergondeln, also diese Azipods, wenn du die dann in Fahrtrichtung vorne hast, kannst du quasi das Schiff besser steuern. Und der Vorteil ist, durch diese Drehbewegung wird quasi noch mehr zusätzliches Wasser unter das Schiff geschaufelt. Das heißt, du machst dir dann quasi selbst nochmal ein bisschen mehr Wasser unter dem Kiel. Und das heißt, das Schiff wird also auch nicht komplett geschleppt, sondern es fährt, also, oder es wird auch der eigene Antrieb des Schiffes benutzt, genau, für den eigentlichen Vortrieb oder Rücktrieb, müsste man sagen. Und die Schlepper sind eigentlich in erster Linie dazu da, um die Navigation oder Steuerung zu begleiten. Ja, also man kann quasi sagen, der schiffseigene Antrieb so ein bisschen fürs Grobe, ne, fürs Vorwärts- bzw. Rückwärtskommen. Und die Schlepper halt eben dann für die Feinarbeit. Ja, das wird jetzt einen Moment dauern. Der Zeitplan hat ja vorgesehen, ab 9.30 Uhr Warteposition und Passage der Dockschleuse stand 12 Uhr. Mir kommt das ein bisschen lang vor, bis 12 Uhr. Ja, es ist sehr lang. Normalerweise, wenn die sich dann gleich irgendwann in Bewegung setzen, ich meine, es ist ja nicht weit von der Pier bis zur Schleuse, lass das zwei Schiffslängen sein. Und also eine Stunde, anderthalb allerhöchstens brauchen die für die Strecke. Und die steht ja eigentlich auch schon richtig. Also die müssen sie ja jetzt nicht komplett drehen, sie müssen sie ja nur mit dem Heck so ein bisschen in Richtung der Schleuse ziehen. Genau, die steht quasi schon in Fahrtrichtung richtig dann. Was ganz interessant ist, also das Schiff ist ja sehr hoch. Wir können ja auch gleich noch mal über die Maße sprechen, aber was ich euch zeigen will, also das Schiff, das ist wirklich sehr hoch. Und jetzt gehe ich mal mit der Kamera rum und dann seht ihr, dass es da hinten Strommasten gibt. So. Und die sind nicht besonders hoch. Und gestern Abend sind die da oben noch im Mast rumgeklettert. Und ich glaube, die haben über diese Rollen einfach das Seil, was über die Ems gespannt ist, nochmal quasi nachgespannt. Also ich kenne mich damit nicht aus, aber das ist so ein bisschen meine Vermutung, dass die einfach geguckt haben, dass sie da vielleicht nochmal einen Meter rausholen. Denn das Seil, was jetzt über die Ems gespannt ist, das hängt gar nicht so sehr durch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann im Stream, ich hoffe. Also das scheint auch eine knappe Kiste zu sein, weil irgendjemand im Chat hat gerade geschrieben, hoffentlich stellen die nicht wieder den Strom ab für halb Europa. Also genau, das gab's ja schon mal vor ein paar Jahrzehnten, dass da irgendwie in halb Europa das Licht ausgegangen ist, weil da ein Schiff überführt wurde. Und ja, es ist tatsächlich so, dass die mittlerweile die Leitung dann, ich sag mal, gut ein, zwei Meter höher hängen, kurz vorher, damit da eben nichts passiert. Ne? Weil der Schornstein ist ja auch sehr hoch, wenn er jetzt fertig montiert ist. Und ja, da will man einfach kein Risiko eingehen. Ja, und es gab ja auch schon Schiffe oder viele der Schiffe vorher, da waren ja die Schornsteinaufbauten bei der Überführung noch gar nicht drauf, ne? Oder? Genau, richtig, ja. Ja. Ja, wir warten mal ab, dass hier das Manöver fertig ist, das Schiff festgemacht wird. Wind bläst ganz gut. Vielleicht muss ich gleich doch mal hier meine Heizweste anziehen. Ich dachte, ich komme ohne aus. Ich mache das jetzt mal. Deshalb lege ich mal das Mikro weg und lasse mal das Bild einen Moment stehen.
Ja, Steffen Hamburg, ganz kurz, um deine Frage zu beantworten. Ja, also es kommt auch tatsächlich beim Ausdocken, wenn sie aus der Halle rausgeht, schon Abgas raus. Nicht unbedingt nur wegen dem Motor, wegen den Generatoren, sondern auch einfach, um das Schiff während des Innenausbaus noch mit Strom zu versorgen, ne? Weil im Dunkeln lässt sich schlecht arbeiten. Also da braucht man schon, sobald das Schiff dann aus der Halle rausgeht, braucht man eben dann den eigenen Strom auch, weil es ja eben dann auch schon langsam in Betrieb geht, ne? Also es werden die ersten Inneneinrichtungen, die Lampen werden angeschlossen. Von daher braucht man eben den Strom und der kommt eben durch die Maschine. Und jetzt wird die Maschine eben komplett hochgefahren, weil man ja jetzt den eigentlichen Antrieb dann auch zur Fortbewegung braucht. Ja. Ja, normalerweise wird der Strom über die Hilfsdiesel erzeugt, nicht unbedingt über die Hauptmaschine. Es gibt ja einige Schiffe, die haben so einen sogenannten Wellengenerator. Da sitzt ein Generator auf der Antriebswelle und erzeugt auch Strom. Aber normalerweise ist es halt so, dass eher die Hilfsdiesel für die Stromerzeugung da sind. Was mich aber so ein bisschen Genau. wundert, ist, dass sie hier in der Werft keine Landstromversorgung haben. Also gerade wenn die halt so viel bauen an den Schiffen, die müssen das doch eigentlich mit externem Strom zusätzlich versorgen. Weißt du da was zu? Also ich weiß nicht, ob du es gestern Abend gesehen hast, wie du vorne auf den großen Parkplatz gefahren bist. Da steht ja einiges an Generatoren. Also das sind diese orange-roten großen Kisten mit Ja. den Auspuffrohren oben dran. Und die versorgen eben auch teilweise das Schiff mit Strom. Natürlich nicht komplett, aber es ist tatsächlich in Planung, dass es da dann auch einen richtigen Landstromanschluss gibt für die Zukunft. Ja. Ach guck mal, und Steffen hat hier noch mal ein ganz gutes Argument. Er schreibt, Landstrom abkoppeln dauert ja einige Zeit. Klar, das kann natürlich sein, also dass sie während des Baues viel Landstrom verwenden und jetzt natürlich wahrscheinlich irgendwann seit gestern oder so dann auch schon die Kabel gekappt haben, um einfach ja, damit das Schiff schon los ist, abfahrbereit, und dann müssen sie natürlich über Genau. die bordeigene Stromversorgung Strom erzeugen. Ja. Richtig, genau. Ja, am meisten freue ich mich, dass das Wetter halbwegs mitspielt. Die Sonne ist so ein bisschen im Rücken, also ihr seht das. Das Fotografenherz erfreut das Ganze natürlich. Und deshalb darf ich auch nicht vergessen, hier zwischendurch zumindest mal das ein oder andere Foto zu machen. Genau. Ja, Wolf, ganz kurz zu deiner Frage. Ja, die Achterbahn ist schon drauf. Die hat man auch größtenteils eben an der Ausrüstungspier aufgebaut, einfach wegen der Höhe. Ich weiß nicht, ob die eigentlichen, ich sage jetzt mal Wagen, ob die auch schon da sind. Aber du siehst eben oben schon die Schienen draußen. Das ist auch, glaube ich, schon soweit komplett dann jetzt. Ich finde, die könnten jetzt hier mal eine Testfahrt machen. Da hätten sie dich jetzt so einladen können. Jetzt einen Stream oben von der Achterbahn machen können. Das macht auch nicht Ja, jeder. super. Ich überlege noch, ob ich das gut finde. Ja, man sieht auch links im Bild jetzt ganz gut, dass die Leinen quasi noch alle fest sind. Also das wirst du von deiner Position aus gleich sehr schön beobachten können, wenn die Leinen losgeschmissen werden. Also ich denke mal, ein paar Minuten wird es auf jeden Fall noch dauern. Wir haben ja Zeit. Das Einzige, was wir nicht unendlich haben, ist Strom. Aber in der Gesamtzeit sollte ich schon auf 4 bis 5 Stunden Streamzeit kommen. Ja. Also, wie gesagt, der ein oder andere hat ja später zugeschaltet. Geplant ist, sobald das Schiff hier auf die Dockschleuse zusteuert, den Stream zu pausieren. Dann ziehe ich um. Wird dann sicherlich eine halbe Stunde, 30, 40 Minuten dauern. Dann werde ich das ganze Gerödel einpacken und mich auf den Deich stellen.
damit wir dann halt auch das Schiff nochmal sehen, wenn es durch die Dockschleuse fährt und es sich dann auf den Weg auf die Ems macht. Genau, und Thomas hat gerade von Fluggesellschaft nochmal eine interessante Frage gestellt. Ja, es gibt da dieses Zeitfenster, also wenn das Schiff am Emsperrwerk in Gandersum ankommt, ist das Emsperrwerk noch zu. Und dann muss man eben warten, bis man von der, ich sag mal, Seeseite der Ems her den richtigen Wasserstand hat, auf der gegenüberliegenden Seite. Dann wird das Sperrwerk geöffnet und dann muss das Schiff in einem relativ kurzen Zeitraum, nämlich wenn Stauwasser ist, muss das da durch. Und dieser Zeitpunkt muss eben genau abgewartet werden, weil wenn du dann schon wieder die einsetzende Ebbe hast und das Wasser schon wieder rausfließt, auch aus der Ems entsprechend dann, kann die Strömung eben so stark kommen, dass das Schiff dann ins Schlingern gerät. Ja, unser Schiff hat ja eh eine Wahnsinns Angriffsfläche, also da muss schon alles passen, gerade bei so einer Überführung, ne? Und sobald das Schiff dann das Sperrwerk passiert hat, dann werden auch die Schlepper irgendwann abgemacht, also auf jeden Fall wird es dann gedreht und nach Emshaven fährt es dann, glaube ich, aus eigener Kraft. Genau, also sie lassen die Schlepper dran bis Emden. Zwischen dem Emssperrwerk und der Drehung in Emden werden die Schlepper halt dann wieder auf, ich sag mal, normale Leinenverbindungen am Schiff festgemacht. Das heißt, achterner Schlepper eine Leine, vorderer Schlepper eine Leine. Und nach der Drehung in Emden werden dann eben die Schlepper gelöst. Dann werden die Leinen gelöst und dann fährt sie das erste Mal in eigentlicher Fahrtrichtung dann auch wirklich komplett alleine. Das wird leider mitten in der Nacht passieren. Genau. Nach dem ersten Zeitplan, der raus war, hätte sie bei Tageslicht Emden erreicht. Da war mein ursprünglicher Plan, dass ich dann eher nach Emden fahre und von da dann Blick auf das quasi Sperrwerk habe. Ja, Wolf. Ist seit 5 Monaten dabei. Herzlichen Glückwunsch, Wolf. Und natürlich vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Gibt es eigentlich ein Horn, wenn die hier losfahren? Also ich finde, sowas können die ja mal machen, oder? Gibt es mehrfach. Also normalerweise beim Ablegen dreimal, dann bei der Passage der Dockschleuse wird es das auch mehrfach geben. Also ich hoffe, dass du es gut raufkriegst für deine Sammlung. Ja, aber ich finde, das kann man auch schon mal ein bisschen abfeiern als Werft, oder? Ja, definitiv, weil gerade an dem Schiff, an der pünktlichen Übergabe, hängt jetzt so viel dran. Auch weitere Folgeaufträge und dadurch, dass ja durch Corona und danach vor allem diese ganzen Lieferkettenverzögerungen, weil normalerweise sollte das Schiff schon längst in Dienst sein, jetzt im Oktober. Und man muss halt einfach, dieses Schiff ist jetzt quasi der Schlüssel für die Werft, wenn pünktlich abgegeben wird, dass man eben auch Folgeaufträge dann erhält. Ja, hatte man ja auch sogar in der Zeitung gelesen. Also die Meyer-Werft war da ja erstaunlich offen und hat von sich aus quasi eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie halt alles daran setzen, das Schiff jetzt auch wirklich abzuliefern und zu überführen. Ganz einfach, um halt auch Vertrauen bei den Kunden aufzubauen. Genau. So, jetzt sehen wir links im Bild, dass die ersten Leinen schon losgehen. Genau, die sind schon gelöst worden, werden jetzt eingeholt. Ja, und wenn Leinen los sind, dann dauert es nicht mehr lange, weil man lässt ein Schiff nicht einfach so rumstehen, ohne dass es festgemacht ist. Also ist ganz egal, ob das hier in der Werft ist oder im Hafen. Wenn Leinen los, dann los. Ja, es ist auch ganz gut was los hier. Also wenn man sich einfach mal umschaut, einfach in die Runde schaut, sind dann doch ganze Menge Zuschauer hier. Aber das Gute ist, es verläuft sich dann ja doch ein bisschen. Also es ist nicht so, dass man hier irgendwie in so einem riesigen Pulk steht.
Ja, es ist nicht ganz so eng wie am Bumdai-Ufer zum Beispiel, wo sich bei einem Erstanlauf dann mal alles so ein bisschen gegenseitig auf den Füßen steht. Du hast halt an der, sowohl an der Werft als auch am Deich, an der Ems, hast du halt wirklich viel Platz. Ne? Mensch, und Thomas, der haut hier mal Superchat mit 20 Euro raus. Thomas, vielen, vielen, vielen Dank. Aber fremde Hörner gibt es heute nicht, habe ich beschlossen. Wir warten auf das Horn der Karneval-Jubiläe. Deshalb bedanken wir uns hier auf der Tonspur. Klasse, dass ihr das immer wieder unterstützt. Ja, und jetzt sieht man die Ausmaße noch gar nicht, aber das Schiff, das hat ja die gleiche Länge wie die Queen Mary II. Ich glaube 345 Meter. Genau. Na, ich glaube, die Queen Mary II hat auch 345 oder 48. Weißt du die Breite? Also sie ist 42 Meter breit, hat einen Tiefgang von 8 Metern und ist insgesamt 20 Decks hoch. Wiegt schlappe 182.800 Tonnen. Also ich finde, unter diesen Gewichtsangaben kann man sich immer gar nichts vorstellen. 182.000 Tonnen ist nicht greifbar für mich. Also eine Länge kann man ja immer noch mit, was ist das, vier Fußballfelder, dreieinhalb Fußballfelder oder so. Da kriegt man immer noch einen Vergleich hin. Aber die Gewichtsangaben, das ist für mich völlig out of space. Ja. Ja, hier war gerade die Frage, wie lange wir heute übertragen und streamen. Ja, so genau wissen wir das noch nicht. Hängt natürlich alles so ein bisschen von Lust, Laune, Wetter ab. Aber erstmal ist jetzt der Plan, dass wir hier anfangen, sobald sich das Schiff auf die Dockschleuse zubewegt und davor steht, dann werde ich hier einpacken, den Stream pausieren, umziehen. Ich hoffe, das klappt alles technisch. Also theoretisch kann man Stream pausieren. Dann ja, bekommt ihr halt einfach das Wartebild und dann kann ich den später wieder fortsetzen. Also drückt mal die Daumen, dass das klappt. Und wenn es irgendwelche Probleme geben sollte, dann habe ich schon einen Backup-Stream eingerichtet, den ich notfalls dann starten kann. Aber das kriegt ihr ja mit, wenn dann auf einem anderen Stream es weitergeht. Und ja, ich war mir nicht so ganz sicher, ob das Netz hier hält, weil ja doch eine ganze Menge Leute da sind. Ich habe mal geguckt, der einzige Funkmast hier in der Nähe oder zwei Funkmasten stehen wohl auch auf dem Gelände der Meierwerft. Und ja, ich hoffe, dass das Netz hält. Es sind doch viele Leute hier, aber ich hoffe mal, dass die alle in Ruhe gucken und nicht jetzt irgendwie Bilder durch die Gegend schicken. Peter, vielen, vielen Dank und liebe Grüße zurück ins schöne Weserbergland, wo ich immer sehr gerne Motorrad fahre. Ja, ich kann ja mal einmal hier so rechts rüberschwenken, dann sieht man auch, was hier auf dem Parkplatz los ist. Also da ist alles voll mit Wohnmobilen. Es sind also doch eine ganze Menge Besucher, die jetzt auch von weiter angereist sind. Also sich hier mit dem Wohnmobil hinstellen und sich das Ganze angucken, das ist dann doch sehr beliebt. Erster Plan war auch da zu parken und dann auf der anderen Seite der Ems einen Platz zu suchen. Da war ich aber gestern Abend, bin mal über den Deich gelaufen und habe festgestellt, der Platz, den ich mir auf Google Maps ausgesucht habe, da standen sehr große Bäume davor. Und ich glaube sogar, dass vom Licht diese Seite der Ems vielleicht ein kleines bisschen besser ist. Ja, ganz kurz nochmal zur Frage von Elfie. Es ist natürlich mit den Zeitangaben, die es da vorher gab, ja, was heißt jetzt alles ein bisschen hinfällig, aber ich meine, es geht ja nur jetzt schon los. Es ist jetzt kurz nach 10. Also es kann auch immer mal sein, dass sich zwischendurch dann irgendwas verzögert oder das Schiff dann doch schneller unterwegs ist als geplant. Also die Zeiten, wann das Schiff am Sperrwerk oder an irgendwelchen Brücken sein soll, ist quasi immer nur eine grobe Richtzeit. Ne? Also ich habe es auch bei Überführung schon erlebt, dass das Schiff dann 1 bis 2 Stunden früher dann die Passagen hatte. Also wie gesagt, immer schwierig mit den Zeiten.
muss man eben gucken, gerade auch was Paddy auch sagte, mit Wind und Wetter kann sich immer mal kurzfristig irgendwas verschieben bei den Überführungen. Von daher, man muss immer zwischendurch dann das Schiff so ein bisschen beobachten, gucken, wo ist es jetzt gerade, wie schnell ist es. Und dann kann man ungefähr sagen, wann das Schiff an der nächsten Station sein wird. Das kennt man ja schon von anderen Livestreams, wo wir auch auf Schiffe gewartet haben oder sie uns vor der Nase weggefahren sind. Also ist immer alles ein bisschen wackelig. Ja, und sind Kai auch komischerweise noch, meistens die Kreuzfahrer. Ja, und Kai haut hier nochmal 10 Euro raus. Und er schreibt, ein spannendes Geburtstagsfrühstück. Grüße aus Kölle. Mensch, Kai, dann einen herzlichen Glückwunsch dir. Alles Liebe, alles Gute. Grüße nach Köln. Und vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, ich hatte sogar mal kurz überlegt, ob ich nicht versuche, irgendwie über meinen Kontakt zu Fairplay auf so einen Schlepper drauf zu kommen. Das Problem ist nur, du klebst dann ja die ganze Zeit an dem Schiff. Du kannst nie ein Bild liefern, wo du mal ein bisschen mehr siehst. Also das ist zwar mit Sicherheit super spannend, aber ich fürchte, dass das einfach von den Perspektiven und Blickwinkeln gar nicht so klasse wäre, wenn man auf dem Schlepper ist. Also wenn, dann müsstest du auf den Schlepper rauf, der die Überführung begleitet, also der ja, ich sage jetzt mal Notschlepper, aber ansonsten klebst du halt an dieser grob 70 Meter hohen Schiffswand. Ja. Da nützt dir auch das größte Weitwinkelobjektiv nichts. Nee, da kannst du wahrscheinlich mit dem Fisch eigentlich mal was reißen, ne? Ja, genau. Ja. Ja, und wir sehen jetzt, Leinen sind weitestgehend los, glaube ich. Der zweite Schlepper, der hat wahrscheinlich noch keinen Platz, dass sie ihn richtig festmachen können. Deshalb wartet der da auf der Steuerbordseite. Genau so ist es. Also die werden das Schiff erst ein paar Meter weiter nach hinten verholen, damit du zwischen der Straßenbrücke, vorm Schiff und diesem Ponton, der da jetzt dran klebt, für den Schlepper genug Platz hat. Ja, und rechts sehen wir, da ist der dritte Schlepper, das ist dann der, der zur Unterstützung da ist. Genau. Schwenkt mal hier nach rechts rüber, dass ihr noch mal so ein bisschen seht, wie das hier alles aussieht. Da hinten auch einige Zuschauer. Das hier ist die Einfahrt zur Dockschleuse. Sieht man jetzt nicht so gut aus dieser Perspektive. Aber haben wir ja vorhin gesehen, als die Schlepper reingekommen sind. Ja, und da sind natürlich jede Menge Zuschauer. Was man aber von da jetzt schon ganz gut sehen kann, sind diese orangen Teile da, also diese Rollfender. Es war lange Zeit so, dass diese Fender nicht da waren und dann hatte man eben rechts und links noch mehr Spielraum. Diesen Spielraum hat man sich aber jetzt quasi selbst mehr oder weniger genommen. Also man lehnt sich quasi mit dem kompletten Schiff an diese Fender ran und rollt quasi einmal komplett durch diese Schleuse durch, drückt das Schiff dagegen, damit man eben nicht mehr diesen Spielraum hat, dass der Wind das Schiff dann hin und her bewegen kann. Ah, okay. Ist dann aber auch in der Zukunft, was die Breite angeht, beschränkt. Aber ich denke, da ist eh irgendwann Feierabend, ne? Also Breite. Da ist in Papenburg auf jeden Fall Feierabend. Also das ist jetzt die größte Schiffsgröße, die man hier je gebaut hat. Man hat natürlich in Turku, in Finnland hat man ja die Werft vor einigen Jahren noch ausgekauft. Also quasi auch von Meyer, wo auch die Schwesterschiffe der Jubilee, also die Mardi Gras und die Celebration gebaut wurden. Da hat man halt eben richtig Platz. Ne? Da baut man ja aktuell die Icon of the Seas. Die ist jetzt aktuell auch auf Probefahrt. Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt für mal eben 10.000 Passagiere. Abgefahren, oder? Ich meine, da sind nachher knapp 10.000 Mann an Bord mit Besatzung. Also völlig, bei aller Liebe zu Schiffen, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich mitfahren möchte. Ja. Also ich sag dir auch ganz ehrlich, ich war jetzt in diesen
über 10 Jahren, die ich die das Ganze jetzt begleite, ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff drauf. Und gerade bei dieser Größe weiß ich auch nicht, ob das meine Lieblingsurlaubsform wäre, sag ich mal. Also wo ich gerne mitfahren würde, wäre Boutique-Routen, also auch die Otto Sverdrup oder so. Das wäre für mich eine schöne Größe, eine entspannte Größe. Aber ich glaube, 10.000 oder 7.000 oder auch 5.000 Leute wären mir für meinen Erholungsurlaub ein paar zu viel. Ja, würde ich so pauschal auch mal sagen. Dr. O hat auch noch mal die Daten hier rausgehauen. Also vielen, vielen Dank, Matthias, auch für deine Unterstützung immer hier im Chat. Dann, da werden dann, wurde das noch mal automatisch eingeblendet. Also klasse, dass ihr dann auch immer so mitarbeitet. So, und jetzt kommt hier rechts, ich glaube, ist das noch ein Schlepper? Kleinerer. Ja. Genau, das ist ein holländischer Schlepper, der wird die Überführung auch mit begleiten und der wird dann auch nach der Passage des Emsperrwerks wird er dann den Überführungsponton, also den vorderen Ponton, der da am Schiff hängt, wird er dann aufnehmen, damit die anderen größeren Schlepper dann die normale Leinenverbindung herstellen können. Ach, wird der da schon abgemacht? Ich dachte, das dauert bis irgendwo Emshaven. Nee, der Ponton wird zwischen Emsperrwerk und Emden, da wird er abgemacht. Ah, also dann ist der gar nicht richtig festgeschweißt, dann ist der ja geschraubt wahrscheinlich, also geflanscht. Der ist geflanscht und auch mit Leinen verbunden. Also der ist relativ einfach auch unterwegs dann vom Schiff zu trennen. Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie den festschweißen und dann wieder mit dem Schneidbrenner lösen müssen. Nee, das ist nur der hintere, der kleinere. Achso, ich war jetzt bei dem hinteren. Achso, du warst bei dem vorderen. Okay, sorry. Ich war vorne. Ich war vorne, genau. Ja, entschuldige. Der Gruno. So, ich gehe mal wieder aufs Schiff. Man sieht jetzt, der hintere Schlepper macht jetzt langsam alle 4 Leinen fest. Also es sind insgesamt 4 Stück, dass er auch wirklich fest dranhängt. Und links werden dann auch gleich irgendwann die letzten Leinen losgehen. Das heißt, es wird dann, ich sag mal, innerhalb der nächsten 30 Minuten müsste es eigentlich losgehen. Wir werden es sehen. Ja, Sabrina, es geht tatsächlich schon los. Ja, hast aber im Endeffekt noch nicht allzu viel verpasst. Also das Schiff ist quasi noch fest an der Pier. Es geht jetzt langsam gleich los. Also die eigentlichen Highlights folgen natürlich noch. Ja, und Kai schreibt, mit Carnival schon 13 Mal gefahren. Also hat wahrscheinlich da schon irgendwie den Platin-Status im Carnival-Treueprogramm. Also gibt offensichtlich auch Leute, die Karneval sehr toll finden. Macht natürlich auch so ein, also ich denke mal, so eine Kreuzfahrt sucht man sich ja jetzt auch nicht nur nach dem Schiff aus, sondern auch ein bisschen nach der Reederei. Denn jede Reederei hat natürlich eine etwas andere Ausrichtung, was das Konzept an Bord angeht. Die einen sind familienfreundlicher, die anderen, ja, ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich nicht wirklich aus mit Kreuzfahrt, aber ich gehe mal davon aus, dass es da schon sehr, sehr viele unterschiedliche Ausrichtungen gibt. Ja, also gerade Carnival, du hast auf dem amerikanischen Markt natürlich hauptsächlich, sag ich mal, was heißt jetzt hauptsächlich Party, aber es wird halt schon so ausgelegt, dass du auch eben dann in den Sommerferien deine ganze Family mitnimmst. Sieht man ja durch die Achterbahn und auch durch die ganzen Wasserparks und so weiter, dass da eben für alle irgendwas geboten wird. Du hast in Amerika auch Schiffe, die nur für Erwachsene sind, wo gar keine Kinder drauf dürfen. Also da gibt es wirklich die verschiedensten Ausrichtungen. Was wir halt hier in
ich sag mal, Nordeuropa, Mitteleuropa viel haben, sind auch Expeditionskreuzfahrten, Stichwort Hurtigruten und so weiter. Also ich glaube, dass das Produkt Carnival wäre jetzt hier für unsere Gewässer nicht so, weil wir halt auch noch viel touristisch machen mit den Kreuzfahrten, auch bei AIDA, Costa und so weiter. Und in Amerika ist es halt eben hauptsächlich, sage ich mal so, dass das Schiff das Ziel ist. Du kannst quasi auch mit den Schiffen eine Woche durch die Karibik fahren, ohne irgendwo anzulegen, und hast trotzdem genug Beschäftigung. Ja, und einige sind jetzt gerade reingerutscht, haben nicht mitbekommen, dass der Stream schon gestartet ist. Und hier kam noch mal die Frage, Mensch, wer ist denn da eigentlich die ganze Zeit in der Leitung und sabbelt die ganze Zeit? Ich mache noch mal das Bild an und dann können wir noch mal kurz was dazu sagen. So, jetzt müsstest du hier wieder zu sehen sein. Mit dabei ist genau, der Sebastian Göbel von Cruise Ships Germany, heißt sein Kanal. Wir haben ihn auch schon ein paar Mal in Hamburg getroffen, wo er auch immer gerne unterwegs ist. Und Sebastian hat die letzten Jahre sehr, sehr viele der Ems-Überführungen mitgemacht, ist leider heute verhindert, muss zu Hause hocken, wahrscheinlich mit einem, ein bisschen wehmütig, denke ich mal. Wir haben es jetzt heute, haben eine kleine Premiere, wir versuchen hier das allererste Mal einen Gast dazu zu schalten. Und wir haben aber gesagt, das Bild brauchen wir nicht die ganze Zeit einblenden, nur die jetzt später dazu gekommen sind, dann wisst ihr ganz einfach mal, wer hier die ganze Zeit im Hintergrund am Sabbeln ist. Deshalb blende ich dich jetzt auch mal wieder aus. Es geht ja ums Schiff und nicht um mich. Genau. Aber es ist ja trotzdem immer ganz schön, wenn man mal ein Bild dann zu der Stimme hat. Gerade weil bei so einem Livestream natürlich Leute immer einschalten, ausschalten. Und da ist es halt immer nicht so einfach, den Bezug zu haben. Gerade wenn wir natürlich irgendwie voraussetzen, dass jeder von Anfang an mitgeguckt hat, was man, glaube ich, einfach nicht kann. Ne? So, wir können ja in der Zwischenzeit hier noch mal so ein bisschen Wildlife machen. Ich sehe gerade hier die Enten, die warten auch darauf, dass es dann irgendwann losgeht. Die sind noch am Pennen. Aber so ein bisschen Enten-Content geht ja auch immer. Ja, und kaum sage ich, dass gerade nichts passiert, da kommt hier der holländische Schlepper, schiebt sich ins Bild. Herr Sebastian fragt, ob die Schornsteine klappbar sind. Nee, klappbar sind die nicht, ne? Nee, sind es tatsächlich nicht. Also es gibt Schiffe, die haben diese klappbaren Schornsteine. Oft auch, ich sag mal, kleinere Schiffe, damit sie eben durch die Brücken im Nordostseekanal durchpassen. Aber die meisten großen Schiffe haben die Schornsteine nicht klappbar. Es gibt auch noch welche, wo du die ich sag jetzt mal ganz, ganz banal, Auspuffrohre so ein bisschen einziehen kannst. Zum Beispiel für New York, für die komme ich auf den Namen, wie die Brücke heißt, wo sie durchfahren müssen. Ich weiß, welche müssen. Du meinst, aber ich Verrazano Narrows Bridge, genau. Da kann man die Schornsteine quasi so ein bisschen runterziehen, aber die meisten großen Schiffe haben das tatsächlich nicht. Bei den Containerschiffen gibt es auch einige, die einen klappbaren Mast haben. Genau. Hat man schon oft gesehen, wenn sie in Hamburg durch der Kühlbrandbrücke durchfahren, dass sie dann da eben die Masten einklappen müssen. So, ich gehe mal so ein bisschen hier in die Totale. Und ja, wir warten einfach die ganze Zeit darauf, dass es dann irgendwann losgeht. Ja, Wetter seht ihr oben eingeblendet. Wir haben jetzt hier so roundabout 10 Grad. Wir haben schönen Sonnenschein. Wind ist so ein bisschen wechselhaft. Zwischendurch immer mal wieder Böen. Könnte sein, dass ihr das auch im Ton hört, dass der Wind vielleicht mal ins Mikrofon reinhaut. Ich hoffe aber, das geht. Ich habe ja auch so einen Windpuschel. Müssen wir halt einfach mit leben. Ah, jetzt werden die Leinen losgemacht.
Eine ist gerade ins Wasser geflogen. Sieht man da noch hängen, wird jetzt eingeholt. Ich finde es ja immer ganz schön, wenn du jetzt die Werftarbeiter an der Pier siehst, wie klein die wirklich daneben sind. Also wenn du wirklich direkt neben dem Schiff stehst und du kriegst quasi Nackenschmerzen vom nach oben gucken, weil dann hast du immer noch mal ein richtiges Gefühl für die Größe. Ja, und dann weiß man auch, was der Schlepperkapitän sich die nächsten Stunden anguckt. Genau. Der guckt sich dann irgendwie das Karneval, das Walko oder so kann er vielleicht lesen. Also ich denke mal, den Schiffsnamen kann er nachts um 3 im Schlaf dann schreiben, ja, wenn er da jetzt den ganzen Tag davor klebt. Ja, spannend. Sehr spannend. So, die eine Leine wurde gerade gespannt. Die auf der Backbordseite. Also ihr seht, da ist noch ein bisschen Bewegung drin. Und da sieht man halt auch, dass zwei Leinen quasi wirklich so um das Schiff herumgelegt sind. Also so wahrscheinlich, damit er halt einfach da maximale Kraft hat. Das wird gleich, denke ich mal, alles entsprechend angespannt, um dann da eine möglichst gute Verbindung herzustellen. So, und jetzt scheint da was zu passieren. Zumindest sind die Leinen, also gerade die Achterleinen, sind jetzt ein bisschen auf. Ich warte einfach. Ich kann es nicht vorhersehen, wie dieses Manöver genau abläuft. Ja, es wird jetzt natürlich geguckt, dass die Leinen alle auf gleicher Zugkraft sind quasi, dass der Schlepper auch genau mittig hinter dem Schiff hängt, damit man da eben keine Differenzen hat, dann gleich beim genauen Manövrieren. Und Wolfgang haut nochmal 5,99 raus. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Und liebe Grüße zurück nach Krefeld. Da könnte ich sitzen, schön mit meinem Aperol Spritz abends und ein bisschen aufs Kielwasser gucken. Ja, also irgendwann möchte ich eine Kreuzfahrt mal machen. Ich habe das ja schon öfter erwähnt, dadurch, dass ich natürlich jetzt viel mit Frachtschiffen, also in erster Linie Containerschiffen gefahren bin, ist eine Kreuzfahrt nicht unbedingt so das, wo ich jetzt sofort sage, dass macht mich so richtig an, das will ich unbedingt machen. Aber irgendwann will ich es mal probieren, weil man muss ja auch mitreden können. Ja, vielleicht muss man es auch einfach mal selbst irgendwann gemacht haben, um so ein bisschen diese ganzen, ich sag mal, Vorurteile für sich selbst so ein bisschen einzuräumen. Ja, weil man kann immer halt von außen gucken, wie es aussieht quasi. Aber wenn man es selbst noch nicht gemacht hat, ich meine, ich gehöre ja wie gesagt auch dazu, ändert sich vielleicht noch ein bisschen was an der Sichtweise.
Ja, Vorurteil ist das richtige Stichwort. Also es ist bei mir auch definitiv ein Vorurteil, dass ich einfach sage, so ein riesiges schwimmendes Hotel muss ich nicht haben. Aber ich will es mal probieren. Toni Montana haut auch noch mal einen super Chat raus. Vielen, vielen Dank, Toni. Das Beste am Norden, schreibt er. Ja, danke. Ja, das Beste am Norden ist gar nicht hier, oder? Also den NDR habe ich noch nicht gesehen. Ich habe noch nichts gesehen. Also die haben auch die letzten Jahre eigentlich fast immer Livestreams gemacht. Irgendwann hat das dann abrupt abgebrochen. Aber das ist ja gut für dich, ne? Also so kannst du hier bei dir mehr Zuschauer sammeln. Ja, ich sehe das ja nicht als Konkurrenz, sondern einfach als Alternative. Und ich glaube, was einfach auch hier den Charme und den Unterschied ausmacht, ist natürlich hier die Community und der Chat, der die ganze Zeit mitläuft. Das ist natürlich was anderes als jetzt so ein professioneller Livestream vom NDR. Ne? Michael haut auch noch mal einen raus. 10 Euro, vielen, vielen Dank. Beatrix auch. Super, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, heute gibt es keine Hörner aus der Konserve von fremden Schiffen. Wir warten darauf, dass wir das Originalhorn der Karneval-Jubilee bekommen. Was man jetzt gerade auch schön im Bild erkennen kann, so ein bisschen links vom Schlepper unten am Rumpf, ist quasi das obere Ende der Propellergondel. Also die haben ja auch so Azipods, die sind 360 Grad drehbar, also machen das Schiff sehr schön manövrierfähig und du siehst da jetzt das obere Ende, einfach auch dadurch, dass sie eben jetzt so wenig wie möglich Tiefgang haben. Da, ich ziehe mal das Bild heller, da sieht man so ein bisschen, ne? Genau, ja. Ja. Ah, cool, das hätte ich gar nicht gesehen. Da ist auch, glaube ich, tatsächlich, wenn ich es richtig sehe, ist da jetzt schon so ein bisschen... Da ist ein bisschen Bewegung, also das Wasser wird, ne? Schon ein bisschen aufgewirbelt, ne? Also du siehst es ja auch. Ja, der Whirlpool läuft. Ja. Ja, und nochmal für alle, die später eingeschaltet haben, der Plan ist jetzt hier mitzunehmen, wie die Jubilee vor die Dockschleuse gezogen wird. Dann will ich den Stream pausieren, den Standort wechseln, auf den Deich gehen. Das wird dann sicherlich eine halbe Stunde dauern, wenn nicht sogar einen Moment länger, weil ich alles ab- und aufbauen muss. Und dann soll der Stream fortgesetzt werden. Sollte es da aus irgendwelchen technischen Gründen Probleme geben, dann habe ich zumindest einen Backup-Stream in der Hinterhand, den ich dann live schalte. Aber im Test, im Trockenen, zu Hause, hat das funktioniert. Ja, links im Bild sieht man jetzt die Springleinen losgehen, so langsam. Also allzu lange wird es jetzt auch, glaube ich, nicht mehr dauern dann. Ja, und dann müssen sie ja das Schiff erstmal ein Stück wegziehen von der Pier und den vorderen Schlepper festmachen. Da werden wir wahrscheinlich nicht viel von sehen, denke ich. Es sei denn, sie ziehen die schon wirklich weiter rum im Heck. Aber ich glaube, da werden wir leider hier im Windschatten stehen. Ich glaube, dafür ist zu viel Schiff im Weg. Ja. Und da kommt ja noch einiges. Also wir stehen ja jetzt wirklich direkt hinter dem Schiff. Also ihr habt ja von der Seite noch gar nichts gesehen. Und um es dann nachher auch wirklich von vorne zu sehen, müssen wir wirklich warten, bis es an uns vorbei ist, denn es wird ja rückwärts gezogen. So, ich glaube, das Wetter kann ich mal ausblenden. Das nimmt nur Bild weg. Weiß jetzt jeder, wie das Wetter in Papenburg ist. Ja, aber vielleicht noch mal, bevor das hier losgeht, für alle, die später zugeschaltet haben, ich habe so eine kleine Animation vorbereitet, wo ihr einmal seht,
welche Tour das Schiff nehmen muss, also wenn es hier los ist. Die spiele ich noch einmal ein. Haben Sie das hier für den Fernsehsender? Nee, das ist für YouTube. Hamburghafen Live. Okay. Ich habe doch sogar Werbekärtchen hier. Oh, schön. Ist hinten ein Code drauf, können Sie scannen. Ja, danke. Ja, natürlich. Dankeschön. Oh ja, nehmen wir mal eins. Ja, und zack, sind die Karten weg. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. So, da habt ihr einmal die Route gesehen. Hamburghafen Live heißt das. Kann ich auch reinkommen? Ja, ein paar Karten habe ich noch. Gleich sind sie alle weg. Okay, danke. Geht das über Satellit auch oder nur? Nee, das geht nicht über Satellit. Das geht über eine ganz normale Handyverbindung. Ach so, nee, ich meine, wenn wir das sehen will. Wenn Sie das sehen wollen? Ja. Ja. Nee, im Fernsehen, nee, über Internet. YouTube. Ach so, was? YouTube. Ja, ja. So, ich bin wieder da. Ich habe gerade ein paar Kärtchen verteilt, etwas Werbung machen. Wenn man einmal anfängt, ein paar Karten zu verteilen, dann sind sie gleich alle weg. Ja. Oh Gott, danke schon. So. Danke. Ich habe natürlich zu wenig Karten dabei. Und ich weiß schon genau, was Tanja sagen wird. Ich habe dir doch gesagt, steck mehr ein. Ja, ich weiß nicht, sehen wir noch irgendeine Leine, die fest ist? Das ist keine Leine. Ach doch, da sind ja noch einige Leinen fest. Nase läuft ein bisschen. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Ich habe natürlich auch keine Taschentücher dabei. Ja, und ich hoffe, dass wir es nachher auch sehen werden, dann das Schiff von vorne, denn ich finde besonders der Bug, der ist wirklich schön bei dem Dampfer. Der Basti hat ja auch ein Bild zur Verfügung gestellt, was ich auf Instagram in die Stories gepostet habe. Da ist ja vorne so ein Stern drauf und Texas steht da drunter. Genau, das ist quasi nochmal so ein bisschen die Widmung der Reederei an das zukünftige Einsatzgebiet, weil sie wird ja von Galveston in Texas aus dann ab Ende des Jahres die westliche Karibik bereisen. Und da hat man eben gesagt, man malt quasi so ein bisschen als Würdigung den Stern mal vorne drauf. Ist auch ganz gelungen, also finde ich wirklich ganz schön, auch mit der blauen Farbe. Das gefällt mir ganz gut. Werden wir aber erst nachher irgendwann sehen, wenn sie dann an uns vorbeigezogen wurde. Ja. Und, man sieht auch, dass das Schiff geht jetzt schon leicht von der Pier weg, also natürlich jetzt noch ganz langsam, aber man sieht eben schon den Abstand zur Pier jetzt ganz gut. Ja, ihr könnt das besser erkennen auf euren großen Monitoren. Meine Kontrollbildschirme hier sind nicht ganz so riesig. Danke für den Hinweis. Ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht. Steffen Hamburg. Hau auch noch mal 10 € raus. Vielen, vielen Dank, Steffen, für deine Unterstützung.
Und Fluggesellschaft schreibt auch, geht los. Also ihr seht da mehr als ich. Man sieht auch sehr schön jetzt auf der linken Seite die Rettungsboote, die hängen quasi außen am Schiff dran. Das ist quasi einfach nochmal, ja, aus Platzspargründen, weil man eben oben drüber diese Promenade, diese umlaufende Promenade haben wollte. Und klar, die Rettungsboote müssen natürlich dabei sein, ne, weil ohne ist nichts mit Fahren. Und deshalb hängen die einfach außen dran. Die werden auch erst dann montiert, wenn das Schiff aus der Halle raus ist, weil sonst passt es schlicht und einfach nicht mehr aus dem Hallentor raus. Ja, und jetzt sieht man, glaube ich, sehr deutlich, dass das Schiff angefangen hat zu drehen. Eben standen wir ja wirklich ganz gerade in der Flucht und jetzt können wir doch schon mal so einen Hauch von der linken, also der Backbord, Bordwand sehen. Sieht es jetzt doch deutlich. Ja, deshalb werden wir dieses Schiff, da es halt nach Texas geht, höchstwahrscheinlich auch, ja, in Deutschland nie wiedersehen. Gut, man soll nie nie sagen, sagt niemals nie. Man weiß nie, ob sich eine Reederei irgendwann was völlig Neues ausdenkt mit Fahrtgebieten, aber es ist erstmal unwahrscheinlich, dass wir das Schiff in Deutschland wiedersehen, also zum Beispiel in Hamburg. Genau, sie ist da jetzt noch nicht ganz weg aus Deutschland. Sie wird noch, wie gesagt, bis wahrscheinlich zum 4. Dezember hier bleiben. Wird dann am 4. Dezember zur Übergabe nach Bremerhaven kommen. Es war auch früher immer noch mal so, wenn die Schiffe, wenn da bei den Probefahrten irgendwelche Probleme mit den Antrieben aufgetreten sind, sind die Schiffe auch gerne mal nach Hamburg zu Blohm und Voss ins Dock gegangen. Das hat aber tatsächlich die letzten Jahre leider gar nicht mehr gegeben. Also das war immer noch mal eine schöne Möglichkeit, kurzfristig das Schiff in Hamburg zu sehen dann. Aber das hat sich geändert. Ja, und da hatten wir das erste Mal das Horn der Karneval-Jubilee. War jetzt noch nicht so imposant, aber wahrscheinlich, weil wir auch am Heck stehen. Genau, du stehst am Heck, also quasi im Windschatten vom Schiff, weil das Horn macht das Geräusch ja quasi nach vorne. Es wird auf jeden Fall schöner, wenn das Schiff an dir vorbei ist. Dann hört sich's auch einfach noch mal etwas besser an. Ja, hoffen wir mal, dass sie dann auch noch einen raushauen. Also Bestellung an die Meierwerft und alle, die an der Überführung beteiligt sind. Bitte noch einmal das Horn, wenn ihr an unserer Kamera vorbeigefahren seid. Aber ich glaube, die haben jetzt wirklich Besseres zu tun. So, und jetzt sehen wir so langsam die linke Bordwand. Also das Schiff dreht sich. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ob ich euch das ganze Schiff zeige oder eher das Detail, die Details. Aber wir bleiben jetzt mal so ein bisschen hier auf dem ganzen Schiff. Tommy ist auch da und haut noch mal einen Montagsbeitrag raus. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, Tommy. Ich sag ja immer, endlich ist wieder Montag. Bin ich im Bild, ne? Nein, alles gut. Gute Frage hat Ole hier, ob die Karneval Jubilee selber auch eine Webcam hat. Einige Kreuzfahrtschiffe haben das, ja. Weißt du das zufällig?
Sebastian? Da müsste ich tatsächlich auch bei Carnival nochmal nachgucken. Sicher bin ich mir jetzt nicht, weil es tatsächlich von Reederei zu Reederei unterschiedlich ist. Aber wenn die eine Webcam haben, ist es jetzt noch nicht der Fall, dass die eingeschaltet bzw. montiert ist. Was man jetzt gerade mal noch gucken könnte, früher bei den Überführungen hatte auch die Meierwerft selbst immer noch eine Webcam, aber das wurde mittlerweile, glaube ich, auch abgeschafft. Na, dafür haben sie uns ja jetzt. Genau. Und Kleiner 2 Meter haut noch einen Superchat raus. Vielen, vielen Dank. Kleiner 2 Meter, auch ein cooler Name. Ja, so langsam sehen wir das Schiff. Und so langsam sehen wir auch das Blau, was quasi unten über dem Wasser entlang läuft und dann nach vorne hochgezogen wird. Und dann der ganze Bug vorne, der ist dann komplett blau. Ja, ist auch tatsächlich eine ganz schöne Farbkombination, auch mit dem Rot dazu. Verteilt sich ja quasi, wie man jetzt schön sehen kann, in alle Ecken des Schiffes quasi. Also sowohl unten am Rumpf das Blau-Rot, als auch achtern oben seitlich an den Kabinen und auch oben im Schornstein. Also ich sage immer, weiß kann jeder, ne? Also von daher ist das jetzt wirklich mal eine schöne Abwechslung. Ich mag ja auch die Explorer One. Die hatten wir auch gestreamt. Fand ich auch ein sehr schönes Schiff mit sehr, sehr viel Blau. Ja, definitiv. Ja. Das war auch wirklich mal wieder ein schöner Erstanlauf. Also mit Wasserfontänen und Fahrt zur Elfi. Das gibt es ja leider nicht mehr so oft. Das war wirklich toll. Und auch das Wetter hat super mitgespielt. Ja, die Aida Sol am letzten Samstag hat sich ja auf die Kreuzfahrt aufgemacht. Und da war ja so ein beschissenes Wetter. War auch dunkel, ja, da hatten sie ja auch mit Lichtshow und allem drum und dran. Also da habe ich mir dann auch einen Stream verkniffen. Ja. Ist leider ja auch kurz nach der Abfahrt dann ein Unfall passiert auf der Aida Sol. Also da musste jemand dann, ich glaube noch auf der Elbe irgendwo, Cuxhaven oder so, musste also tatsächlich auf spektakuläre Weise von Bord geholt werden. Wir hoffen natürlich, dass es da dann am Ende doch glimpflich ausgeht und der Herr, der da sich verletzt hat, natürlich auch wieder gesund ist. Aber die Weltreise, die ist wahrscheinlich für ihn vorbei. Ich weiß nicht, ob er da nochmal nachreisen kann. Aber gut, jetzt sehen wir auch, dass wir, glaube ich, lichtmäßig alles richtig gemacht haben, oder? Du stehst jetzt tatsächlich genau auf der richtigen Seite. Also auf der anderen Seite hättest du jetzt gleich volles Gegenlicht. Also da hast du dir schon einen guten Platz ausgesucht. Ist halt immer spannend, wenn man noch nie irgendwo war und dann sich entscheiden muss, wo stellt man sich hin, gerade wenn wir das halt hier mit der großen Kamera machen, um einfach ein bisschen mehr Flexibilität zu haben. Aber im Moment sieht das ganz gut aus. Du siehst auch jetzt, um nochmal einen schönen Größenvergleich zu haben, siehst du vorne links jemanden auf dem Offizierssteg stehen. Also da, wo die blaue Farbe hochgeht, da steht jemand. Das ist immer ein ganz schöner Größenvergleich. Ja. Ähnlich wie auf dem Foto, was du von mir genommen hast. Ja, ich zeige ihn nochmal und dann zoome ich raus, dann seht ihr einfach mal, was für Dimensionen das sind. Und man zoomt und zoomt und zoomt und jetzt ist das Schiff erst komplett drauf. Also ist schon wirklich abgefahren. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir nachher auf dem Deich das Schiff nicht in kompletter Breite drauf bekommen. Ich stand da vorhin schon mal und da ist man ja wirklich so nah dran. Ich habe die Befürchtung, dass mein Weitwinkel da nicht ausreichen wird. Vielleicht muss ich da irgendwie noch die GoPro dran basteln, um das hinzubekommen. Also wenn das Schiff genau vor dir ist, kriegst du es tatsächlich nicht komplett drauf, weil du eben viel zu dicht dran bist. Deshalb muss ich auch auf jeden Fall hier noch ein, zwei Fotos mitnehmen. So, ich sehe gerade Steinlanguste 95 hat eine interessante Frage. Carnival gehört zu Royal Caribbean. Nein, Carnival ist die Carnival Corporation. Die ist quasi so der Mitbewerber von
Royal Caribbean, zu Carnival gehört eben AIDA, Costa und so weiter. Und Royal Caribbean hat halt auch die entsprechende Eigenmarke, aber auch andere Reedereien, die da eben zu diesem Konzern dazugehören. Also das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Aber es ist ja eh Wahnsinn, wer alles irgendwie zusammengehört. Ne? Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, also Carnival ist ja quasi auch die Mutter von AIDA. Also es gibt da doch viele, oder ich sag mal, es gibt einige wenige ganz, ganz große Player, die dann doch eine ganze Menge von Marken, sag ich mal, unter sich gebündelt haben. Die Kunst wird es sein, gleich den richtigen Zeitpunkt zu finden, wo wir den Stream pausieren. Hollehonig und Glocki hauen auch noch mal einen raus. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Was man jetzt natürlich auch schön erkennen kann in der Totalen ist oben auf dem Oberdeck die schiere Größe der Achterbahn. Also die nimmt ja dann doch irgendwie, ich sag mal, von diesen 345 Metern fast die Hälfte an Länge ein. Und das gab es halt eben so auf einem Schiff aus Deutschland noch nicht. Das ist wirklich beeindruckend und es macht auch bestimmt Spaß, da mitzufahren. Ja, krass. Ja, kleiner 2 Meter, frag nochmal, ist das nicht ein Horn wert? Normalerweise spielen wir ja immer Hörner hier, um auch das zu honorieren, eure Unterstützung. Heute haben wir einfach mal gesagt, bei der Karneval-Jubilee gibt es keine Fremdhörner, die wir hier aufgezeichnet haben, sondern wir warten darauf, dass uns die Karneval-Jubilee mit einem echten Horn belohnt. Und eben haben wir es ja schon einmal bekommen. So, und jetzt sehen wir auch vorne da den Schlepper, der VB-Geste, luschert da ums Eck und wird jetzt wahrscheinlich gerade vorne festgemacht. Ja, Basti, du kennst dich ein bisschen besser aus. Was meinst du, wann wäre ein guter Zeitpunkt umzuziehen? Jetzt gleich schon oder noch einen Moment warten? Also ich würde an sich noch warten, bis die so die ersten Meter in der Schleuse drin ist, dass du das von da, weil du kriegst es ja schon noch ein bisschen mit und dann würde ich umziehen. Also sie brauchen ja auch ein paar Minuten, bis sie das Schiff wirklich komplett auf die Schleuse ausgerichtet haben. Wenn sie dann einmal, ich sag mal, zu einem Viertel drin sind, geht's relativ zügig, in Anführungszeichen. Da würde ich also schon sehen, dass ich vorher umziehe, aber ich denke mal, so die ersten Meter von der Einfahrt kannst du noch mitnehmen. Okay, ich vertraue dir da mal. Ja, und Wolf schreibt, der Coaster ist Hammer für 5,95. Ja, ich finde das auch faszinierend. Also ich bin immer hin und her gerissen zwischen Gigantismus, teilweise will man schon sagen, das ist ja krank. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch diese Faszination für die Technik, sowas zu bauen und dass es das gibt und auf so einem Schiff über die Meere schippern und dann Achterbahn fahren. Also das ist schon, das ist echt crazy. Es tut sich doch immer irgendwie nochmal ein neues Highlight auf, auch wenn man schon oft gedacht hat, naja, jetzt sind die Grenzen gesetzt, was den, ich sag mal, Wahnsinn angeht, aber es gibt doch immer noch mal irgendwelche Überraschungen, was es bis jetzt noch nicht gab. Ja, das ist diese Promenade, die wir hier sehen, die einmal komplett rumläuft.
Ja, und es sind natürlich jede Menge Arbeiter an Bord. Und ich kann mir gut vorstellen, dass selbst während der Überführung jetzt im Innern des Schiffes auch noch irgendwo gearbeitet wird, ohne dass wir das jetzt mitbekommen. Also nicht jeder kann jetzt hier am Deck stehen und das genießen. Genau, es wird quasi in jedem Bereich auf Hoch- unter Hochdruck weitergearbeitet. Also das, was du da jetzt siehst an Mitarbeitern, das ist ein Bruchteil von den Leuten, die jetzt auf dem Schiff sind, weil es ja eben wirklich darum geht, das Schiff pünktlich am 4. Dezember abzuliefern. Beziehungsweise, das heißt pünktlich, wie gesagt, sie sollte ja eigentlich jetzt schon längst in Fahrt sein, offiziell. Aber es hängt halt an dieser Übergabe jetzt wirklich einiges dran. Und da muss man wirklich jede Minute, jeden Mitarbeiter, der irgendwie zur Verfügung steht, nutzen, dass man dieses Datum hält. Ja, hier sieht man auch jetzt, wie sie halt die verschiedenen Schornsteinrohre sehr schön in diesen Flügeln. Wie heißen die nochmal? Du sagtest das eben, Wing irgendwas heißen die, ne? Whale Tail, also Walschwanz. Ach, Wal, ja. Sieht man sehr schön, wie sie da die Schornsteine ein bisschen kaschiert haben. Genau, es sind natürlich nicht nur die Rohre von der Maschine, es sind auch von der Küche zum Beispiel, ne? Also von den Küchen, von den verschiedenen Restaurants, überall da, wo Dampf produziert wird oder irgendwas raus muss, das geht quasi durch diesen Schornstein. Ja, und Svenny ist auch schon seit 3 Monaten dabei. Svenny, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, abgefahren, also. Was allerdings durch den Hauptschornstein, sage ich jetzt mal, nicht rausgeht, das ist die Abluft vom LNG, vom Flüssiggas. Das ist quasi, wenn du von vorne guckst, das zweite größere Rohr, sage ich jetzt mal. Ja, genau, also da, wo oben der rote Ring dran ist, das ist eben dann die Abluft vom Flüssiggas. Ja, und jetzt steht sie hier wirklich sehr schön im Licht. Wahrscheinlich sind die jetzt in erster Linie gerade damit beschäftigt, den vorderen Schlepper festzumachen. Und Andreas schickt nochmal einen Gruß hier nach Papenburg. Vielen, vielen Dank, Andreas, für deinen Support. Gucken, ob wir vorne beim Schlepper was sehen. Da ist vom Winkel her jetzt nicht so wahnsinnig viel zu erkennen. Hier ist noch eine Frage von Robert, der möchte gerne wissen, wie tief eigentlich die Ems in der Fahrrinne ist. Weißt du das, Sebastian? Also sie hat in der eigentlichen Fahrrinne hat sie einen Tiefgang von 7,30 Meter, ist natürlich auch wie die Elbe gezeitengesteuert. Ne, also auch da gibt es Hochwasser und Niedrigwasser. Aber man staut halt dann eben mit dem Ems-Sperrwerk und entsprechenden Pumpen, staut man jetzt das Wasser eben an, damit man von diesen 7,30 Meter auf, ich sag mal grob, 9 Meter kommt. Ne? Also sie hat ja jetzt, oder 9,50 Meter. Sie hat ja jetzt aktuell einen Tiefgang von 8 Metern, das Schiff. Und um eben, ich sag mal, genug Platz unterm Schiff zu haben, aber auch nicht zu viel Wasser anzustauen, wird da eben jetzt entsprechend noch dazu gestaut. Aber im normalen Regelfall hat sie eine Tiefe von 7,30 Meter. Was ich ganz spannend fand, als ich gestern hierher gefahren bin, es gibt ja auch hier
rund um Papenburg viele kleinere so Kanäle. Und da war überall auch schon richtig viel Wasser drin. Also das ja. Aufstauen der Ems, das hat wirklich auch in die ganzen kleinen Seitenarme und Kanäle überall Auswirkungen. Ja, ja, es wird natürlich auch das ganze Jahr über gebaggert. Also es sind fast ganzjährig 2 bis 3 Saugbagger auf der Ems unterwegs, die halt eben auch wie in Hamburg quasi dafür sorgen, dass der ganze Schlick, der dann mit dem Hochwasser in die Ems reingeschwemmt wird, dass der eben nicht lange da drin bleibt, dass der dann eben wieder rausgeht. Also das Problem haben wir nicht nur in Hamburg mit der Elbe, sondern haben sie auch hier auf der Ems. Und hier sieht man jetzt mal so ein bisschen diesen vorne diese oder hinten dieser Fender. Nein, das ist ja hinten. Also achtern der Fender. Genau, das ist hinten. An den der Schlepper befestigt ist, der kann da halt richtig fest vorfahren und dann ja, wird er über Leinen quasi richtig fest mit dem Schiff verbunden, damit er dann auch die maximale Kraft hat, wenn da in irgendeiner Form ja, was ist. Ja. Und Kai haut nochmal 5 Euro raus. Vielen, vielen Dank, Kai. Ja, uns macht das aber auch selber Spaß, muss ich sagen. Ja, also ich fand das auch so spannend, mir das hier alles anzugucken, sich das zurechtzulegen, zu schauen, wo kann man sich hinstellen. Also es ist meine erste Ems-Überführung. Ich habe da natürlich auch schon mal Bilder von gesehen, war aber nie vor Ort da. Und ja, Hamburg Hafen Live ist jetzt natürlich auch so ein bisschen ein schöner Grund, dann mal einen Ausflug zu machen. Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Das ist immer noch mal ein Unterschied, ob man das Ganze jetzt auf Bildern oder Videos sieht oder ob man einfach mal selbst dabei gewesen ist. Absolut. Monika, auch an dich ein herzliches Dankeschön für deine Unterstützung. Ja, die Polizei ist auch die ganze Zeit hier. Wobei, noch befinden wir uns ja hier im Hafenbecken von der Meierwerft. Also im Grunde genommen sind die, denke ich mal, auch einfach nur dazu da, um überhaupt ein bisschen zu gucken. Also groß absperren oder so müssen sie hier ja nichts. Es ist ja eh die ganze Ems gesperrt für den Schiffsverkehr. Also im Moment kommt da keiner rein und raus. Ist jetzt alles für die Überführung reserviert. Ja, das Schiff ist weiter in Bewegung. Also wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es jetzt immer weiter gedreht wurde. Also sie sind schon dabei, es auszurichten in Richtung Dockschleuse. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass sie vorne auch schon weitestgehend mit dem Befestigen des Schleppers fertig sind. Ganz genau können wir es leider nicht erkennen von hier. Aber so steil ist der Winkel zur Schleuse nicht mehr. Gucken, was ich so insgesamt drauf bekomme. Da ist ein Ohr. Noch einen Größenvergleich.
Ja, Dr. O schreibt, laut Radar müsste sie jetzt weitestgehend ausgerichtet sein. Ja, den Winkel der Schleuse kann ich hier nicht erkennen. Das könnt ihr natürlich auf den Schiffsradars, Marine Traffic Vessel Finder, My Ship Tracking und so weiter, könnt ihr das natürlich besser sehen. Und wenn ich das richtig sehe, ist sie auch in der Bewegung. Das heißt, der Abstand zur Dockschleuse wird schon kleiner. Ich will mal sehen, dass ich hier so einen Referenzpunkt mit reinnehme. Dann kann man das besser sehen. Ja, hier ist nochmal die Frage im Stream. Richtig, also die wird nicht vorher gedreht, sondern die wird tatsächlich rückwärts über die ganze Ems gezogen. Und erst ungefähr in Emden, da wird sie dann gedreht und fährt ab da dann vorwärts und aus eigener Kraft das letzte Stück bis nach Emshaven. Und der Basti hatte das vorhin schon mal erklärt, aber vielleicht kannst du ja nochmal das wiederholen. Warum wird sie rückwärts gezogen? Das hat ja auch einen Grund. Genau, das ist einmal, wenn du die Antriebe jetzt vorne hast, also in Fahrtrichtung vorne, kannst du das Schiff besser, präziser steuern. Und man schaufelt sich quasi mit den Propellergondeln dann nochmal selbst ein bisschen mehr Tiefgang unter das Schiff, beziehungsweise mehr Wasser. Und ja, dadurch ist es halt einfach einfacher, das Schiff zu steuern hauptsächlich auch. Ja, Thomas schreibt es ganz schön, dass zwischen Schiff und Schleuse nicht viel Platz ist. Das ist richtig. Also das Schiff ist ja 42 Meter breit und die Dockschleuse nur 45 Meter ungefähr. Ja, wie gesagt, man lehnt sich eben dann an diese Rollfender, um halt eben nochmal zu minimieren, dass das Schiff sich davon selbst hin und her bewegen kann, großartig. Also man geht da schon auf Nummer sicher und fährt dann auch wirklich sehr, sehr langsam, weil es ist eben einfach jetzt die engste Stelle auf der ganzen Strecke. Ja, und die Rollfender, die du angesprochen hast, die sieht man hier rechts im Bild hinter dem Zaun. Also die sind so, ja, so orange-rost vom Ton her, wo jetzt... Ja, mittlerweile mehr Rost, genau. Ja. Ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Plan ist, dass wir gleich den Stream pausieren werden. Dann ziehe ich um, ich packe alles ein und werde zum Deich gehen und mich dann nochmal oben auf dem Deich positionieren. Dauert allerdings bestimmt so eine halbe Stunde, wenn nicht sogar einen Tacken länger. In der Zeit, ja, läuft der Stream nicht weiter und ich hoffe, dass technisch alles klappt und ich ihn dann einfach wieder starten kann. Im Notfall gibt es einen Backup-Stream, den ich dann aktivieren würde. Aber dann habt ihr auf jeden Fall erstmal genug Zeit, euch was zu essen zu machen, Käffchen zu holen, bevor es dann weitergeht. Yeah.
Ja, sehr schön das Horn. Vielen, vielen Dank und freue mich natürlich. Das wird nachher auch mit in die Sammlung genommen. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich jetzt so langsam ein guter Zeitpunkt. Das Schiff verschwindet jetzt so ganz langsam in der Dockschleuse, dass wir jetzt hier den Cut machen, Pause machen, Stream pausieren und dann gleich umziehe. Basti, das müsste eigentlich locker reichen, oder? Das sollte locker reichen, ja. Ja, dann will ich das mal hier soweit starten. Ich habe jetzt hier so ein kleines... eigentlich brauche ich gar kein Pausebild. Eigentlich können wir das Bild so stehen lassen. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob der Stream das letzte Bild dann immer noch anzeigt. Aber auf jeden Fall jetzt gleich Pause. Ich verabschiede mich schon mal und dann circa in einer halben Stunde, vielleicht auch 40 Minuten, geht es dann weiter. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich hoffe, ihr habt wieder ein Bild. Wenn dem so ist, dann hat das hier alles technisch geklappt. Der Einzige, der noch nicht wieder da ist, ist der Basti, aber den fangen wir gleich auch ein. Hat vielleicht mal jemand auf die Uhr geguckt, wie lange ich jetzt gebraucht habe für den Umbau? Ich konnte es nämlich leider nicht. Würde mich einfach mal für die Zukunft interessieren. Also, Bild, Ton, soweit in Ordnung. Ich lese auch den Chat. Klasse. Ja, und jetzt sind wir quasi hier auf dem Deich. Ich habe auch mal die GoPro hier aufgebaut. Das ist zwar etwas verzerrt, aber dann werden wir nachher zumindest hier das Schiff auch noch mal in voller Breite sehen. Weil das ist hier echt so nah dran. Das ist wirklich sensationell. Ja, und ihr seht, diese Rollfender, über die wir die ganze Zeit eben gesprochen haben, in der Dockschleuse, die sieht man jetzt hier. So, ich muss mal gerade an meinem Bild noch arbeiten. Okay, und da sieht man,
da passt nicht wirklich viel durch. Ja, 20 Minuten höre ich hier im, lese ich hier im Chat. Das überrascht mich selber. Habe mir auch noch einen kleinen Snack besorgt. Um was zu trinken. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich ein bisschen nebenbei esse. Soll man ja nicht machen im Stream, aber ich finde, das sind außerordentliche Umstände hier. Ja, also hier ist auch einiges los und ich mache mal einen kleinen Schwenk hier rüber. Für alle Freunde der Fotografie, also es gibt halt einfach auch wirklich schöne Standorte. Ob ich da jetzt mit dem Stream stehen möchte, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall eine coole Position, wie ich finde. So, das ist hier halt der Deich. Und ich stehe jetzt oben drauf, weil ich dachte mir, das ist gar nicht so verkehrt bei dem Schiff. Ja, der Basti hat die halbe Stunde wohl ernst genommen, hat sich erstmal was gekocht, aber ich denke, der wird auch irgendwann wieder auftauchen. In der Zwischenzeit lasse ich einfach das Bild ein bisschen stehen und mache ein kleines Frühstückspräuschen. So, der Basti sagt, er kann mich hören. Basti, du musst, glaube ich, noch mal raus und wieder reingehen in das Tool. Tu mir mal den Gefallen und lass uns das einmal neu laden. Jetzt zu hören? Ich höre dich und Wunderbar. Ich sehe dich auch. Du bist auch wieder im Bild. Ich mampfe gerade etwas. Ja, Moment. Das habe ich hinter mir. Mhm. So. Kurze Frage auch an die Zuschauer. Könnt ihr den Basti wieder hören? Dann läuft das Setup. Und wenn ja, Basti, dann darfst du gerne kurz die Moderation übernehmen. Ich habe mir nämlich mal gerade hier eine Stulle klar gemacht. Ja, es sei dir gegönnt bei deinem Aufwand. Ja, ich will mal gerade im Chat gucken, ob da irgendwelche Fragen sind. Rita M. Stern fragt, fahren die irgendwann schneller? Ja, das ist jetzt noch so der engste Teil der Ems.
Die werden aber jetzt langsam aber sicher ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ja, ist natürlich immer besser, wenn man ein bisschen vorsichtiger auf jeden Fall schlecht. Basti, ich glaube, dein Ton war gerade irgendwie mal weg. Okay. Na, jetzt klingt es auf jeden Fall wieder ganz gut. Moin. Moin. Ja. Livestream? Live, ja. Sehr cool. Ja, und ich stehe hier sprichwörtlich in der Scheiße, kann man sagen. Wer also hier die Deiche kennt, das ist quasi ein Hürdenlauf, ein Spießrutenlauf. Und ich, ja, ich musste erstmal einen Platz finden, wo ich auch tatsächlich mal so 2 Meter ohne Schafkacke oder Gänsekacke, wahrscheinlich ist es beides, finde. Also ja, also wenn, hier ist auch gerade ein Kollege nebenan, der auch filmt, der sagt, wenn man da nicht reintritt, dann hat man was falsch gemacht, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Die Tasche ist egal. Also ich muss mal sagen, von der Stimme her kommt mir der Kollege neben dir sehr bekannt vor. Kannst du ja mal ganz liebe Grüße bestellen. Ich soll dir liebe Grüße von Basti Göbel bestellen. Er meint, von der Stimme her würde er dich erkennen. Oha, ja. Er sagt ja. Ja. Ja, auch jemand, der jetzt mit der Drohne hier ein paar Aufnahmen macht. Du hast nicht zufällig den DJI Pro Controller und kannst mir die Bilder gleich in Livestream spielen? Schön wär's. Schön wär's, schade. Ja, den Pro-Controller mit HDMI-Anschluss haben leider nur die seltensten oder die wenigsten, weil der ja doch relativ teuer ist. Wie viel gucken jetzt zu im Livestream? Wie viel zugucken? 1150. Ja, Basti, du warst eben noch beim Essen, da hatte ich es schon mal gesagt, ich bin hier noch mal etwas auf die Rollfender gegangen. Die sind ja quasi fest installiert. Weißt du, ob die hydraulisch angepasst werden können, dass die sagen, so ein bisschen rein und rausschieben für die Schiffsbreite? Also im Endeffekt sind die tatsächlich immer fest installiert, weil du hast ja, also jetzt die andere Seite ist ja nicht zu sehen von der Schleuse, jetzt, die ist ja jetzt vom Schiff verdeckt. Da hast du eben noch 1 bis 2 Meter Platz, je nach Schiffsbreite. Man lehnt sich also immer nur an eine Seite, je nachdem von wo gerade der Wind kommt. Und hat eben dann trotzdem jetzt auf der rechten Seite noch ein bisschen Spielraum. Also Platz zwischen den Fendern rechts und links ist auf jeden Fall noch genug. Deshalb sind die eben auch fest verbaut. Das ist auch etwas, wo ich natürlich jetzt erstmal ein Gefühl für entwickeln musste. Aber du hast ja gesagt, ich habe locker Zeit zum Umziehen, während die das Schiff durch die Dockschleuse ziehen. Ja, du hast recht. Wobei es ja auch ganz schön ist, weil so haben wir eigentlich, im Endeffekt haben wir nur ein paar Meter Schiff verpasst durch das Umziehen, dadurch, dass es so langsam geht. Ja, genau. Vielleicht können wir jetzt auch mal oben noch mal gucken, wie eng das jetzt wirklich mit den Stromseilen ist. Ich glaube, man erkennt es im Stream. Ist natürlich jetzt etwas trügerisch, weil ich von unten filme, von unten hoch. Deshalb sieht das nach weniger Platz aus, aber so richtig viel ist es nicht, kann ich euch sagen. Also der höchste Teil des Schiffes scheint auch schon durch zu sein. Ich weiß nicht, ob die vorderen Schornsteine, ob die höher sind, aber ich würde mal tippen, dass diese Whale Fins oder wie auch immer sie heißen, dass die so ziemlich der höchste Punkt sind. Hast du ein Foto, wo du das erkennen kannst oder weißt du das, welches der höchste ist?
Also der höchste ist tatsächlich jetzt der Whale Tail, wo du jetzt gerade drauf hältst. Der Mast für das Flüssiggas, für die Abluft, der ist ein paar Meter niedriger. Aber der Hauptschornstein, der eigentliche, ist schon so der höchste Punkt am Schiff. Macht ja auch Sinn, weil die Abgase sollen ja über alles hinweg gehen und nicht irgendwo an der Seite rauskommen. Ja, das dauert jetzt ein bisschen und dann, wenn das Schiff gleich an uns, nachher an uns vorbei ist, dann werden wir sie auch endlich mal von vorne sehen. Hier kann man schön noch ein Stück die Ems einsehen. Also hinter mir macht die dann ja irgendwann so eine Kurve. Aber das ist ja hier so plattes Land. Also zumindest die oberen Aufbauten von dem Schiff, die wird man wahrscheinlich noch sehr lange sehen. Ja, ich weiß nicht, haben wir noch das ein oder andere Detail, was wir mal zeigen möchten? Vielleicht ist ja auch im Chat irgendjemand, der sich wünscht, das ein oder andere zu sehen. Machen wir hier ein bisschen Wunschkonzert. Vielleicht kann ja auch jemand mal nebenbei auf einem der Schiffstracker gucken, mit welcher Geschwindigkeit das Schiff jetzt überhaupt angezeigt wird. Also wird das überhaupt in Fahrt angezeigt? Ist es 0,1 Knoten? Zeigen die das überhaupt oder zeigen die dann einen ganzen Knoten? Vielleicht hier nochmal ein Detail für die Hardcore-Fotografen-Freunde. Die stehen alle hier mitten in der Wiese. Ja, da unten ist natürlich extrem spannend. Also wenn man wirklich so nah dann am Wasser steht, da ist man so dicht am Schiff dran. Also das ist schon spannend. Ob das jetzt für ein Foto dann hinterher die beste Wahl ist, weiß ich nicht. Aber die werden sicherlich schon wissen, was sie da tun, die Jungs. Ja, im Chat wird schon geschrieben. Ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, sowohl bei Marinentraffic als auch bei Vesselfinder wird sie beide mit einem Knoten angezeigt von der Geschwindigkeit. Ein Knoten. Moin. Bist du hier von Sternze? Nee, Hamburg Hafen Live. Aha, Hamburg Hafen Live. Auf YouTube. Aha. Ja, einige Tools können wahrscheinlich nur ganze Knoten anzeigen. Deshalb wird sie jetzt mit einer Geschwindigkeit von einem Knoten geführt. Aber ich kann euch sagen, das ist kein Knoten. Definitiv nicht. Ja, schön, auch nochmal ein Horn. Eins gab es übrigens auch, als ich umgezogen bin. Also alle haben wir nicht mitgenommen, aber ich glaube, das war dann hier im Stream. Immerhin schon mal die Nummer 3. So, das Ende der Zeit auch ein bisschen was da reinsprechen auch. Bitte? Du schon in der Zeit auch, da war es immer... also wenn du die ganze Zeit sprichst, dann hört man dich. Also dann wäre es besser, wenn du irgendwie nochmal 2 Meter... Also falls du selber bei dir was erzählen willst in deinem Video... Aber du bist so ein bisschen mobiler. Ich kann so schwer mal eben alles zur Seite schieben. Ja, das ist auch so. Super, das ist lieb von dir. Ja, und von Chris kommt hier die Frage, ob das eine Achterbahn ist. Also Chris hat wahrscheinlich den Anfang nicht mitbekommen. Ich denke mal, es sind viele ja, die erst später eingeschaltet haben. Und auf dem Schiff ist tatsächlich oben an Deck eine Achterbahn installiert. Und diese Achterbahn, die ist auch wirklich riesig, weil wenn ich jetzt mal rauszoome, dann guckt mal, die geht also wirklich fast bis zur Hälfte des Schiffes. Also hier irgendwo, da hört sie auf. Und wenn ihr das jetzt noch mal als Referenz nehmt und ich rauszoome,
dann guckt mal, auf welcher Fläche diese Achterbahn ist. Wenn man jetzt bedenkt, dass dieses Schiff 345 Meter lang ist, ja, dann ist das schon anständig, würde ich sagen. Also das ist schon mehr als nur die wilde Maus. Ja, und der Matthias fragt, ob wir die komplette Überführung übertragen. Nein, das werden wir nicht machen. Also mein aktueller Plan ist jetzt hier diese Passage mitzunehmen und sie dann zu begleiten, wenn sie da hinten um die Kurve gezogen wird. Ich hoffe, dass so lange auch hier die ganze Stromversorgung durchhält. Aber die ganze Überführung, das ist dann doch too much. Und jetzt muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, also wirklich den ganzen Tag nur ein kriechendes Schiff auf einer überschwemmten Wiese zu sehen, ja, wie lange will man das machen? Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt einen ganz kleinen Tacken schneller werden. Zumindest habe ich das Gefühl, dass das Schiff schneller nah an mich heran oder näher zu mir kommt. Ja, die engste Stelle ist ja jetzt im Endeffekt schon fast vollständig passiert. Von daher kann man auch dann jetzt langsam Fahrt aufnehmen. Ich meine, so schnell wie in Hamburg werden sie natürlich nicht, das ist klar. Aber es wird jetzt langsam aber sicher ein Stückchen schneller. Weißt du denn, was die Maximalgeschwindigkeit ist bei der Überführung? Kommen die auf 5 Knoten oder eher darunter? Also normalerweise nicht mehr wie 3. Okay. Das kommt natürlich auch immer aufs Wetter drauf an. Dann kommen immer mal noch ein bisschen engere und breitere Stellen im Flusslauf, wo sie dann langsamer und schneller werden. Aber normalerweise nicht mehr wie 3 Knoten. Ihr seht das auf dem Bild, wir kriegen jetzt natürlich Gegenlicht, die Sonne zieht langsam rum. Aber das Schöne ist, wenn das Schiff an uns vorbei ist, dann steht es hoffentlich mit der Schnauze noch mal richtig schön in der Sonne. Ja, und Walter, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. An irgendwas erinnert mich diese Lackierung von dem Schiff. An irgendwas, ich weiß nicht, aus dem irgendeine Fluggesellschaft oder irgendwas außer Formel 1 oder irgendwie so eine klassische Rennlackierung. Keine Ahnung, vielleicht mal eine Frage an die Community. Habt ihr auch irgendwie irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, so ein bisschen erinnert mich das von der Lackierung daran? Wer hat denn auch dieses Weiß-Blau-Rot? Dan schreibt British Airways, ja. Ein bisschen. Hollerhonig meint norwegische Flagge. Martin meint Queen Mary 2. Nee, da muss ich widersprechen. Also die Queen Mary 2, finde ich, ist da schon noch mal so ein bisschen klassischer von ihrer Farbgebung. Ja, und guckt euch mal an, wie nah man hier an das Schiff herankommt. Also da kann man wirklich Makroaufnahmen von der Pegelanzeige machen. Hier sehen wir den aktuellen Tiefgang. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, das richtig zu lesen, aber wenn ich das abschätzen kann, dann würde ich sagen, liegen wir so bei 7,80 Meter ungefähr. Oder Basti, bei dir in groß? Das, guck mal, jetzt geht das der Tiefgang. Kommt gut hin, das kommt sehr gut hin. Ich meine, das Schiff bewegt sich jetzt natürlich immer ein bisschen. Ja, wir sehen es auch gerade. Das ist auch so ein bisschen hin und her. Genau, das ist ein bisschen schwankt hin und her, aber du bist schon bei 7,80 Meter, bist du ganz gut dabei.
Fairplay 86 ist jetzt fast auf unserer Höhe und jetzt können wir auch mal schön von der Seite sehen, wie das Schiff hier festgemacht ist. Da sieht man es jetzt mal ganz gut. Dieser fette Fender da hinten. Und da sieht man zwei Leinen, die also direkt ganz kurz mit dem Fender verbunden sind. Und dann die beiden Leinen, die wir vorhin schon gesehen haben, die quasi außen um das Schiff herumgehen und dann seitlich dort befestigt sind. Ja, jetzt kriegen wir eine schöne Lichtbreitseite hier. Und jetzt habe ich übrigens komplett rausgezoomt hier auf der Kamera. Also gleich müssen wir eventuell hier auf die GoPro umschalten, wenn wir das Schiff dann nochmal ganz drauf haben wollen. Guck mal, Andreas schreibt es. Rennwagenlackierung, erinnert Ihnen das an die Martini-Lackierung? Genau das ist es. Martini, das war das, worauf ich hinaus wollte. Und hier sieht man jetzt auch gut im Wasser, wie da die Maschinen arbeiten. Ich hoffe natürlich, dass der Kollege jetzt unten seine Kamera aus der Wiese rausgeholt hat. Du meinst zu ihnen da? Genau die. Die Kamera, ja, wenn, da geht das Wasser gleich ein bisschen hoch, ne? Ja, dafür braucht man dann wieder die Gummistiefel. Ja, das stimmt. So, ich will mal gucken, was die GoPro uns hier für ein Bild liefert. Ja, das sieht natürlich ganz anders aus von den Farben, aber das ist egal. Da werden wir sie dann gleich zumindest einmal so komplett von der Seite drauf bekommen. Und vorne sehen wir, dass das Schiff jetzt durch die Schleuse durch ist. Und da kann man auch so ein bisschen erkennen, diese, ja quasi dieses, die haben ja so eine ganze komplette Halterung, also wie so ein kleines Mini-Dock um den Bug herum gebaut, ne? Wo der Schlepper, genau. Also der vordere Schlepper ist ja auch seitwärts, wenn ich das richtig sehe. Richtig, ja. Das ist quasi wie so eine Pontonanlage, die auf den Bug zugeschnitten ist, dass der da quasi vorne einmal reinrutscht, mehr oder weniger. Und dann wird eben der Schlepper quer davor gelegt. Das ist die S5. S5 und dann ganz neue? Ja, die ist relativ neu. Die wollen wir holen. Ja, mach das mal. Und ist die dann gut? Die ist gut, ja. Ein 60-600. Und? Sigma. Ja, ich kann ja jetzt mal ganz rauszoomen, da seht ihr, ich bin jetzt wirklich komplett auf Anschlag mit dem Zoom und das ist das, was ich vom Schiff drauf habe. Lutz, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, das werden jetzt mehr so die Detailaufnahmen hier. Hier auch nochmal schön vom Schornstein. Thorsten bleibt hier.
ist auch schon wieder da. Mit 2,49 für etwas zu trinken. Trinken ist ein gutes Stichwort. Und jetzt sieht man auch wirklich gut, wie hier die Antriebe arbeiten. Ja, die GoPro ist etwas sehr warm und gesättigt. Die habe ich leider nicht so richtig angepasst, aber ich glaube, da können wir mit leben. Dieter ist auch noch mal mit dem Superchat für 2,49 dabei. Danke dir, Dieter. Das macht Spaß hier. Das macht richtig Spaß. Aber immer schön auf den Boden gucken, wo sie hintreten, ne? Ja, wegen dem Schaf. Jetzt ist natürlich auch die Uhrzeit, wo dann viele unterwegs sind. Der ein oder andere wird Brückentag haben. Langsam wird's voll. Ja, Robert fragt nochmal nach der gesamten Dauer der Überführung. Also es sind insgesamt so um die 15, 16 Stunden. Man muss natürlich gucken, wann kommt man am Endsperrwerk an, wie passt das da mit der Flut, also dem Hochwasser von der Nordsee dann entsprechend, wann kann man die Passage machen. Aber meistens sind es immer so um die 15, 16 Stunden. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Schiffsgröße drauf an, also kleinere Schiffe fahren natürlich ein bisschen schneller dann über die Ems auch, aber meistens, wie gesagt, so um die 15, 16 Stunden. Ihr könnt auch gerne mal auf die Beschreibung des Videos klicken, unterm Stream. Ich hatte da den Zeitplan reingepostet. Dann bekommt ihr mal eine Idee davon, wann das Schiff wo in etwa sein soll. Was für eine Wand. Glück heute mit dem Wetter, ne? Ja, voll. Voll. Guck mal, Julia schreibt, ihr Mann liegt in einer der Kabinen und hat die erste Schicht geschafft. Also Julias Mann arbeitet wohl bei Carnival und ja, muss auf dem Schiff noch schaffen. Und ja, statt das Ganze jetzt zu genießen, legt der sich erstmal hin, denn irgendwann muss er wahrscheinlich wieder ran.
Sehr cool. Langsam klingt das Horn auch ein bisschen imposanter, weil vorhin waren wir ja wirklich komplett im Windschatten und jetzt sind wir ja immerhin schon mal seitlich. Es ist doch gut was los. Also es laufen doch einige draußen auf den Decks rum und natürlich alles Arbeiter, alle Helme auf. Also da ist nichts mit zurücklehnen jetzt. Ja, Mario fragt nochmal, ob die jetzt wirklich bis Emden rückwärts fahren muss. Ja, sie drehen das Schiff dann ungefähr auf der Höhe vom Emder Außenhafen, aber bis dahin geht es komplett rückwärts. Wir brauchen definitiv eine Drohne für den Stream. Ich fühle mich gerade ganz weit unten, obwohl ich oben auf dem Deich stehe. Ja, was auch ganz interessant ist, zum Thema Manövrierfähigkeit. Also wir haben ja hinten diese Propellergondeln, aber hier sehen wir auch, das Schiff hat 4 Bugstrahlruder. Also die wird schon sehr gut selber manövrieren können. Aber das hat man ja zum Beispiel auch bei der Queen Mary 2 gesehen. Also wenn die in Hamburg ablegt, da hat man ja auch das Gefühl, dass das echt für die eine Leichtigkeit ist. Die hat zwar immer Schlepper zur Unterstützung, aber das ist schon Wahnsinn, wie manövrierfähig die heute auch diese großen Schiffe bauen. Und jetzt sieht man hier auch sehr gut diesen Ponton, diesen Schwimmponton, der vorne an den Bug geflanscht ist. Deshalb werden wir leider natürlich von vorne keine freie Sicht auf den Bug bekommen, aber zumindest so ein bisschen. Der eine Schlepper tänzelt die ganze Zeit da hinten rum. Das ist ja der zur Unterstützung. Hatten wir auch am Anfang gesagt, 2 Schlepper sind fest mit dem Schiff verbunden, also richtig auf Tuchfühlung und dann ordentlich angeflanscht. Einmal achtern und einmal vorne. Vorne der Boluda VB Geste, der fährt seitlich. Und dann haben wir hinten einen Fairplay, die Nummer habe ich schon wieder vergessen, und einen zweiten von Fairplay, der das Ganze nochmal begleitet und so ein bisschen assistiert. Und dann kommt nochmal ein kleinerer holländischer Schlepper, der ist gerade da hinten in der Dockschleuse. Da, und ich weiß gar nicht, wo der hin will, warum der jetzt nicht hinterherfährt, aber das werden wir alles sehen. Ja, spannend. So langsam kommt der Bug zum Vorschein. Und das Blau gefällt mir wirklich gut. Ja, und vielen, vielen Dank. Ich sehe hier im Chat rappelt es schon wieder. Der Basti ist jetzt Fischmarkt-Mitglied. Mr. Unknown haut noch mal einen raus. Jack Bird haut noch mal einen raus. Und Beatrix auch. Vielen, vielen Dank euch allen. Heute gibt es keine Hörner aus der Konserve, weil wir so verwöhnt werden mit Hörnern von der Carnival Jubilee. Wenn ich richtig erzählt habe, war es schon das 3. oder 4. jetzt hier im Stream. Kam auch eben im Chat nochmal die Frage, ob selbst die GoPro die Crew von Carnival nicht auch an Bord ist. Tatsächlich ja, aber war auch wirklich nur ein ganz geringer Anteil bis jetzt, weil das Schiff eben einfach noch nicht fertig ist. Es gibt ja auch schon 2 baugleiche Schwesterschiffe. Das heißt, es gibt viele Besatzungsmitglieder, die den Aufbau, den Grundaufbau des Schiffes bereits kennen. Aber es ist auch tatsächlich schon ein ganz geringer Teil der Carnival Crew schon an Bord. Da schreit tatsächlich jemand Hamburg Hafen live. Ich fasse es nicht. Moin, Männers!
Abgefahren. Die gucken unseren Stream. Ja, Männers, dann macht mal eine kleine Laola für uns hier. Komm, einmal die Laola für den Stream. Los jetzt. Jawohl. Sensationell. Richtig klasse. Sehr danke schön an euch und klasse. Viel Spaß da oben. Klasse. Ja, das macht, sowas macht Spaß. Sowas macht immer Spaß. Toll. Vielleicht kann ja irgendjemand an Bord noch Hamburg Hafen live auf das Infotainment-System spielen. Gut, ist für die Zukunft der falsche Markt mit dem amerikanischen Markt, aber ich würde es trotzdem witzig finden. Dafür gibt es Untertitelparty. Ja. Also wenn du auf Englisch streamst, kannst du ja sogar automatisch untertiteln lassen. Auf Deutsch geht das leider genau, nicht. Ja. Aber sogar im Livestream funktioniert das. Dann hast du, glaube ich, ein bisschen mehr Verzögerung, aber es kommen automatisch Untertitel. Finde ich eigentlich ganz cool. Schade, dass das auf Deutsch nicht geht. Vielleicht noch mal etwas nach hinten, damit ihr mal seht, gerade auch, wie wenig Platz hier ist auf der Ems und wie nah die Menschen auch rankommen. Also das ist schon wirklich ein Spektakel, muss ich sagen. Echt abgefahren. Das Schöne ist natürlich, hier schreibt gerade jemand, die Massen an Menschen, die zugucken. Ja, es sind sehr viele Menschen, aber das Gute ist natürlich dadurch, dass die Strecke so lang ist und hier so viel Platz auf dem Deich ist, verteilt sich das alles. Und bis jetzt ist ja auch nicht meine Befürchtung wahr geworden. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass vielleicht durch die ganzen Menschen uns das Internet einen Strich durch die Rechnung macht und der Stream eventuell ja, nicht genug Bandbreite hat. Aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. Also ich glaube, wir hatten noch keinen nennenswerten Aussetzer bis jetzt. Also laut meiner Anzeige nur ganz, ganz wenige, die ihr höchstwahrscheinlich gar nicht so extrem wahrgenommen habt. Brücke können wir nicht reingucken. Alles verspiegelt, die haben diese Sonnenrollos runter, die sind ja meistens von außen dann auch nochmal beschichtet. Ganz einfach, damit sich das nicht so extrem aufheizt, denn von hier sieht das auch nicht so viel aus, aber alleine die Scheiben der Brücke sind ja schon eine sensationell große Fläche. Und man hört auch die ganze Zeit Geräusche von Arbeiten an Bord. Also da wird schon ordentlich geschafft. Ja, wo du eben so schön die Brücke gezeigt hast, es ist natürlich auch immer wieder beeindruckend, wenn man sich das mal ins Gedächtnis ruft, dass da jetzt, ich sag mal, rund um den Werftkapitän und die Ems-Lotsen eine Handvoll Leute wirklich nur dieses Schiff auf diesem engen Raum so präzise steuern können. Klar hat man jetzt durch die Schlepper und alles Mögliche und ganz genaue Radarkarten zusätzliche Hilfsmittel, aber im Endeffekt ist es dann doch alles immer noch Handarbeit und da kann man wirklich seinen Hut vorziehen. Ja, die sehen uns auch. Sehr cool. Liebe Grüße an euch. Liebe Grüße und viel Glück bei der Ems-Überführung. Vielen Dank.
klasse. Guck mal hier, das ist doch auch. Oh, das muss ich als Foto machen. Mit dem Schriftzug. Komm Jungs, kriegt ihr noch ein schönes Foto? Danke! Ja, und jetzt ist der VBG-ste, der vordere Schlepper, so langsam auf unserer Höhe. Und wir sehen auch zum ersten Mal so ganz leicht den Stern. Und was man jetzt aber hier von der Seite sieht, der Stern, der ist nicht nur aufgepinselt, sondern der ist richtig erhaben. Ja, von hier sieht man es. Das kann so ein bisschen trügen, wenn man das Schiff von vorne sieht, aber ist schon cool. Also er ist wirklich so 3D-mäßig. Wie nennt man das? Relief, ne? Interessant, dass der Schlepper seitlich festgemacht wird. Im Endeffekt haben ja die beiden Schlepper, also sowohl vorne als auch achtern, fast das gleiche Antriebssystem wie das Schiff selbst. Also auch diese Azipod-Gondeln, die sich um 360 Grad drehen lassen, bringt natürlich auch nochmal eine ganze Ecke mehr Manövrierfähigkeit mit ins Spiel. Bei dem Schlepper ist es im Grunde genommen egal, in welche Richtung er ausgerichtet ist für das reine Manöver. Aber trotzdem sieht es irgendwie komisch aus. Und Robert Kröber hat nochmal 5 Mitgliedschaften verschenkt. Robert, vielen, vielen Dank und natürlich herzlichen Glückwunsch an alle, die eine abgestaubt haben. Damit herzlich willkommen bei unserem Kanal. So, gleich könnte es meiner Meinung nach mal wieder Zeit für das Horn sein. Und das können wir jetzt auch hier sehen. Warte, wo war es? Ich konnte es eben irgendwo da. Da sehen wir es. Sieht auch winzig aus von hier unten. Aber zum Beispiel bei der Queen Mary habe ich gelesen, dass ein so ein Horn 2 Meter lang ist. Und ja, mich würde mal interessieren, wie groß das ist, beziehungsweise wie der Durchmesser ist vorne. Von hier unten sieht das eher winzig aus, aber wahrscheinlich ist es auch... Hat wahrscheinlich auch einen Durchmesser von 1 Meter oder 1,5. Ja, es kam eben im Chat noch mal kurz die Frage nach der Bauzeit. Ja, die Kiellegung war am 21. Juli 2022. Und ja, heute die Überführung. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Bauzeit quasi gestreckt wurde. Weil durch die Corona-Pandemie braucht ja zu der Zeit kein neues Kreuzfahrtschiff, wenn die Erde still liegen. Und ja, normalerweise geht das natürlich deutlich schneller, aber man hat ja den kompletten Bauplan der Werft quasi einmal auseinandergezogen. Einerseits, weil die Reedereien die Schiffe zu dem Zeitpunkt nicht brauchten. Andererseits aber auch, um der Werft einfach ein bisschen mehr Zeit zu geben durch diese ganze Materialbeschaffungskrise, die ja immer noch herrscht. Dann die Schiffe noch einigermaßen pünktlich abzuliefern, ohne da großartig irgendwelche Vertragsstrafen zahlen zu müssen. Aber ich muss sagen, ich finde, es ist sowieso ein Wahnsinn. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, so etwas zu planen. Also irgendwann muss ja mal jemand anfangen und sagen, so, wir bauen jetzt ein Schiff. Und ich stelle mir das immer so reißbrettmäßig vor. Wir zeichnen jetzt erstmal Länge, Breite und alles, die ganzen Anlagen, der ganze Innenausbau, die Kabel alleine. Also wenn ich daran denke, wie viele zigtausend Kilometer Kabel. Und also ich finde das spektakulär. Also so ein Schiff zu planen und zu bauen, egal ob das ein Kreuzfahrtschiff ist oder ein Containerschiff, also das ist schon echt eine Leistung.
meine Frau fragt, ob die Crew das Foto bekommt. Also wenn die sich irgendwie bei uns melden, bekommen die auch natürlich gerne das Foto, was ich gemacht habe. Ja, Chris schreibt auch nochmal, das machen viele Ingenieure und das ist auch Teamarbeit. Klar ist das, machen das viele Leute und das sind natürlich auch welche mit ganz, ganz viel Erfahrung. Aber wenn ich mir sowas überlege, dann bin ich immer irgendwie so ein bisschen blauäugig und denke, wie würde ich jetzt anfangen, wenn ich ein Schiff bauen wollte? Ich glaube, ich lasse es erstmal bei einem Papierschiffchen. Gucken. Jetzt kriegen wir sie auch schon wieder ganz drauf. Hey! Hast du noch mal die Maße, Basti? Für alle, die später eingeschaltet haben. Ja, hat eine Länge von 345 Metern, eine Breite von 42 Metern, geht 8 Meter in die Tiefe, also unter Wasser, hat 20 Decks, also von unten bis oben und insgesamt 2687 Kabinen. Wahnsinn. Dr. O hat auch noch eine Mitgliedschaft verschenkt. Danke dir, Digga. Und Glückwunsch an die Gewinner oder den Gewinner. Wenn sie gleich an uns vorbei ist, hoffe ich auch noch mal ein Foto im Ganzen machen zu können. Also meine Fotokamera ist hier bei der Entfernung gerade nicht in der Lage, ein Foto zu machen, von der Brennweite her. Na guck mal, Kathi, das ist eigentlich ganz interessant. Sie schreibt, es würde so ein bisschen so aussehen, als ob das Schiff ein Delfin wäre, der aus dem Wasser springt. Ich finde, da hat sie gar nicht Unrecht mit, oder? Wenn man diese blaue Seitenlinie sieht, die hochgezogen ist, müssen sie nur noch Augen drauf malen. Würde dann zum Beluga passen. Ich muss mal kurz dieses Bild für ein paar Sekunden stehen lassen, damit ich das eventuell als Thumbnail für den Stream nehmen kann. Der Basti hatte ja freundlicherweise ein Foto aus einer Werft gemacht, mir geschickt, was ich für den Stream genommen hatte. Aber ich versuche ja dann immer im Nachhinein nochmal ein Thumbnail reinzusetzen, was dann auch wirklich bei dem Stream entstanden ist. Hast natürlich auch bis jetzt wahnsinniges Glück mit dem Wetter, ne? Also dass dann doch so lange die Sonne sich zeigt. Toll, das ist super. Also, das war schon eine gute Idee, jetzt auch hier auf die Seite zu gehen, weil auf der anderen Seite hätten wir viel, viel mehr Gegenlicht gehabt. Und wenn das Schiff vorbeifährt, da stehst du ja komplett im Schatten. Richtig. Also wenn du, gut, jetzt steht die Sonne schon höher, jetzt geht es, aber wirklich, also die auf dem Deich, die hatten Schatten. Und Svenny hat auch noch eine Mitgliedschaft verschenkt. Danke dir, Svenny, und Glückwunsch an den oder die Gewinnerin. Es sind doch einige Drohnen jetzt hier unterwegs. Also ich höre es die ganze Zeit um mich herum schwirren. Das war's. Das war's doch noch nicht. Es geht doch jetzt erst richtig los. Für uns ist es... Ich wollte es ja nur sehen, wie es hier durch der Ems geht und das reicht mir. Ich bin 76. Man kann ja auch nicht den ganzen Tag nur ein langsam kriechendes Schiff auf einer Wiese sich angucken. Nee, so wie hier, das ist immer schön. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ihnen auch, tschüss. So, hier gerade mal so als Detail sieht man, was gerade am Heck los ist. Da sprudelt es ordentlich. Ja, man sieht jetzt schön diese Holzstäbe, die da aus dem Wasser gucken.
ist auf beiden Seiten, rechts und links vom Schiff, dann auch schon die Fahrrinnenbegrenzung. Also Wahnsinn. Man sieht jetzt ganz gut, viel Platz ist da nicht. Guck mal, wenn man sich das Bild so anguckt, ne, das sieht doch aus wie gefotoshoppt, weil man sieht kaum Wasser. Oder das könnte irgendwie, weiß ich nicht, so Lego sein. Das ist, glaube ich, das Faszinierende an dieser Ems-Überführung, dass man halt so dicht dran ist, dass also wirklich ganz wenig Wasser zwischen Schiff und Ufer ist. Und ich meine, normalerweise kennt man solche Schiffe, wo halt unten irgendwie was Blaues oder Wasser ist und nicht, dass da eine Wiese ist. Es sieht insgesamt einfach unwirklich aus. Ja. Also eigentlich gehört das, optisch gehört das Schiff da eigentlich gar nicht hin. Nee, ne? Ah, guck mal, wenn du jetzt noch mal, wenn du jetzt noch mal auf den Rumpf guckst, genau. Also es ist aktuell tatsächlich nicht viel Fahrt im Schiff. Also man sieht hinten die Azipods arbeiten, vorne auch die Bugstrahlruder. Ich will mal gucken, ob ich aber das groß finde, wo Bewegung ist da sonst nicht. Warte mal, hier könnte man es sehen. Hier hat man, genau. Hier geht dieser Steg ins Wasser. Da haben wir eine kleine Referenz. Das Schiff wird sogar ein bisschen ausgerichtet, sieht man, ne? Also es wird vorne genau, ja, mit der Schnauze ganz leicht auf die gegenüberliegende Seite, also in Fahrtrichtung die Steuerbordseite gezogen. Genau. Ja, und das sind halt wirklich jetzt so die engsten Stellen, wo es wirklich auf jeden Zentimeter ankommt. Jetzt kann man wieder erkennen, dass es wieder langsam Fahrt aufnimmt. Also eben haben sie genau Scheinbar wirklich mal kurz gestanden, aber jetzt geht es dann doch weiter. Ja, da wäre jetzt mal so eine Drohnenaufnahme direkt von oben. Die wäre jetzt echt spannend, dass man wirklich sieht, wie viel Platz rechts und links ist. Ich hatte ja mal so eine Drohnenaufnahme im Panama-Kanal gemacht und das ist völlig faszinierend. Ja. Der Wolf fragt gerade nochmal, wie das eigentlich mit der Bezahlung ist. Also im Endeffekt kommen 70% der Bezahlung an die Werft erst, wenn das Schiff pünktlich in Anführungszeichen übergeben ist. Ja, und so langsam sehen wir jetzt auch den Bug. Ich will jetzt nicht sagen in voller Pracht. Volle Pracht ist natürlich, wenn man wirklich gerade drauf guckt. Das werden wir heute leider nicht bekommen. Aber ich muss sagen, das Blau, goldener Schriftzug und der Stern, schon eine nette Kombi. Gefällt mir besser als ein Kussmund. Vanessa ist jetzt auch bei uns auf dem Kanal Mitglied. Vielen, vielen Dank, Vanessa.
kommt Karneval aus Texas oder ist das eher eine, du sagtest vorhin was mit dem Fahrtgebiet? Also die Reedereizentrale ist wie bei fast allen großen Reedereien, Reedereikonzern in Miami, also in Florida. Bei dem Schiff ist es wirklich so, dass es einfach nur eine Widmung ist an das zukünftige Einsatzgebiet. Okay. Also so wie Hapag-Lloyd das auch mit den Containerschiffen macht, dass sie natürlich immer die Städtenamen der Häfen nehmen, die sie anfahren. Außer bei der Berlin Express. Da gibt es ja keinen Hafen. Aber normalerweise haben die halt immer die Namen von den ganzen Zielhäfen, die sie auch in ihrem Fahrplan haben. Ja, hier wird noch mal so ein bisschen über den Ton diskutiert. Es ist halt so, dass der Basti uns zugeschaltet ist. Das Ganze läuft natürlich hier auch über die Funkverbindung und da geht mit Sicherheit ein bisschen Qualität verloren. Also wenn unsere Tonqualität unterschiedlich ist, dann entschuldigt das bitte. Wir probieren das heute auch zum ersten Mal, dass wir hier einen Gast quasi live dazugeschaltet haben, der nicht mit am Set ist. Aber ich bin ja froh, dass das überhaupt funktioniert und ich bin dir, Basti, vor allem sehr, sehr dankbar, dass du uns mit so vielen Zusatzinfos versorgst. Denn der Sebastian, der ja, beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit der Meyer Werft und man könnte sagen, du bist echt so ein Meyer-Nerd, oder? Oder würde dich das jetzt... Ich würde es auch so bezeichnen wollen. Also danke erst einmal für die Möglichkeit, dass ich dabei sein kann. Ja, das Ganze mit der Meyer Werft läuft jetzt seit über 10 Jahren. Da hat man natürlich einiges an Wissen jetzt angesammelt. Ja, aber ich mache es halt immer noch und immer wieder gerne. Ich finde ja auch, dass heutzutage die Bezeichnung Nerd sich ins Positive gedreht hat. Früher war ein Nerd immer irgendwie so ein komischer Kauz. Heute, finde ich, steht ein Nerd für jemanden, der auf seinem Gebiet es echt drauf hat. Ja, und Thomas schreibt es, du bist zu verstehen, das ist das Wichtigste. Bedenkt immer, dass wir das hier auch alles so ein bisschen mit, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht professionellem Equipment machen, aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit den Möglichkeiten, die zum Beispiel so ein Übertragungswagen, Radio, Fernsehen und so weiter hat. Es liegen ja auch jetzt tatsächlich über 300 Kilometer Entfernung zwischen uns beiden. Ja, wir können ja auch den Basti nochmal reinholen hier. Ich schalte noch mal das Video dazu. Da seht ihr ihn noch mal hier live aus dem Homeoffice. Aus dem Homeoffice. Hast genau. Du auch einen Brückentag bei euch? Nee, ich hatte heute tatsächlich den Tag frei, eigentlich für die Überführung auch, aber es ist mir halt heute irgendwie dann doch nicht möglich gewesen. Aber habe ich gedacht, ja, den freien Tag behältst du mal, auch mal ganz entspannt das Ganze von zu Hause zu beobachten. Und eine schöne Möglichkeit natürlich, dich zu unterstützen, weil von der Arbeit hätte ich das jetzt nicht geschafft. Ja, ich finde es super klasse, weil es ist natürlich auch einfacher, einen Gesprächspartner zu haben und sich mit dem auszutauschen in so einem Stream, als wenn man die ganze Zeit halt alleine sabbeln muss. Und der Basti hat natürlich auch viel mehr Möglichkeiten oder es ist einfacher für ihn, auch den Chat zu überwachen, weil er am Rechner sitzt und so dann auch besser auf die Fragen eingehen kann. Ihr wisst das, mir rutscht einfach sehr oft was im Chat durch. Ich finde das immer ein bisschen schade, aber ist halt so als One-Man-Show dann doch ein bisschen schwierig. Also ich komme gar nicht klar auf dieses Bild. Dieses Schiff auf der Wiese, das ist irgendwie surreal. Ja, und ich glaube, jetzt sehen wir auch hier den Stern das erste Mal in voller Größe. Sascha fragt gerade noch mal, ob es die auch nach Bremerhaven kommt. Ja,
Sie kommt zur Übergabe nach Bremerhaven. Das ist aktuell geplant für den, was war es gewesen, für den 4. Dezember. Da soll sie wohl angeblich nach Bremerhaven dann kommen, aber die Endausrüstung hauptsächlich dann in Eemshaven in den Niederlanden und von dort aus starten dann eben auch die ganzen Probefahrten in der Nordsee. Rechter Hand, das ist jetzt tatsächlich eine etwas dunkle Wolke. Da kommt zwar auch ein bisschen dunkler Rauch aus dem Schornstein, aber das, was man jetzt wirklich rechts direkt am Schornstein sieht im Hintergrund, ist eine Wolke. Alpha Power fragt doch, ob ich auf der Meierwerft arbeite. Nein, tatsächlich nicht. Ich mache jetzt eben seit grob 10 Jahren den Meierwerft Fanclub auf Facebook und eben Cruise Ships Germany auf YouTube, aber ich war schon oft genug da, aber ich habe halt auch immer so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich jetzt da arbeiten würde, dass mir tatsächlich die Faszination dafür, wenn das jetzt mein täglich Brot wäre, irgendwann verloren gehen würde. Das und ist so. Ich möchte es eigentlich ganz gerne so beibehalten, dass es für mich immer wieder ein Erlebnis ist, hinzukommen. Ne? Also ich kenne viele Leute, die auf der Werft arbeiten, auch in den höheren Etagen und auch für die Werft arbeiten, und ich möchte es ganz gerne als Freizeitverhältnis beibehalten und nicht als berufliches Verhältnis, weil ich glaube, wenn das irgendwann täglich mein tägliches Geschäft wäre, dann würde es irgendwann leider, glaube ich, auch langweilig werden. Hier ist noch eine Frage im Chat, die kannst du vielleicht auch beantworten. Wo man denn als Landrat eine Info erhalten kann, wann wieder eine Schiffsüberführung ansteht? Also am besten kurzfristig wird es mittlerweile vorher bekannt gegeben, direkt auf der Seite der Meierwerft, also meierwerft.de. Ich beobachte es natürlich halt auch immer bei mir im Fanclub das ganze Jahr über. Da sind ja natürlich auch immer viele Gerüchte und Halbwahrheiten bei, sage ich mal. Am besten aber, wie gesagt, bei der Werft selbst oder eben beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Da kann man das auch vorher dann nachgucken, aber es wird mittlerweile nicht mehr so lange im Voraus bekannt gegeben, wie es vor ein paar Jahren mal gewesen ist, weil man ja sonst, wenn es wettertechnisch sich irgendwie ändern sollte, alle 2 Tage den Plan einmal umschreiben kann auf allen Kanälen, und deswegen wird es halt immer sehr kurzfristig mittlerweile erst bekannt gegeben. Also dieses Mal war es ja wirklich erst ein paar Tage vorher. Also ich glaube, konkretisiert hat sich das erst so am Donnerstag, Freitag. Und genau. Wenn ihr aber eine längere Anreise habt und ihr sagt, ihr wollt das vielleicht mal ins Auge fassen, dann ist das ja vielleicht zu kurzfristig. Also wichtig ist natürlich, so ein Schiff muss erstmal gebaut werden. Das heißt, jetzt, wenn die weg ist, wird es erstmal eine ganze Zeit lang keine Überführung mehr geben. Denn jetzt muss das nächste Schiff fertig sein. Da ist es natürlich immer gut, so ein bisschen zu beobachten, was halt bei Meier passiert. Die machen auch ein bisschen auf Social Media, also denen bei Instagram folgen oder bei Facebook, ist keine schlechte Idee, weil die auch immer mal wieder einen Post raushauen, um so gewisse Baufortschritte zu zeigen. Und dann kann man irgendwann mal sehen, was weiß ich, nächsten Herbst, nächstes Frühjahr oder so, könnte sich was anbahnen. Genau, die Meierwerft hat auch auf ihrer Website eine Webcam. Die fotografiert aktuell nicht aus dem großen Dock, weil da eben schon das nächste Schiff für die Disney Cruise Line auch jetzt schon relativ weit ist. Und Disney ist eine von den Reedereien, die sich im Bau der Schiffe nicht gerne in die Karten gucken lässt von außen. Also aktuell ist die Webcam im kleinen Dock. Da ist die Silver Ray für Silver Cruises auch schon relativ weit fertig. Also ich denke mal, das nächste Ausdocken dürfte irgendwann, grob geschätzt, im Februar, März kommenden Jahres irgendwann sein.
Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Ich muss sagen, mir macht das richtig Spaß, weil das ist nicht so hektisch. Man hat richtig Zeit, sich das Schiff anzugucken. Das ist so ein gemütlicher Stream, den kann man nebenbei laufen lassen. Man muss nicht die ganze Zeit Angst haben, dass man was verpasst. Also insofern finde ich schon klasse. Nächstes Mal gehen wir dann das Projekt an mit Multistandorten. Und der Chris fragt noch, ob man sich die Meierwerft auch anschauen kann. Es gibt da richtig Werksführungen, ne? Also die sollen super interessant sein. Genau, man kann ins Besucherzentrum gehen. Mittlerweile ist es auch tatsächlich so, dass man sich durch das Besucherzentrum alleine bewegen kann. Früher ist man nur immer nur als geführte Gruppe dadurch geschleust worden, sage ich jetzt mal. Aber mittlerweile hat man dann irgendwie 2 Stunden Zeit, sich da aufzuhalten. Und man kann auch, also man geht jetzt nicht direkt durch die Hallen, man hat eben die Möglichkeit, durch große Scheiben einmal da reinzugucken. Aber es ist auf jeden Fall möglich, da sich auch über die Geschichte zu informieren und eben auch über die aktuellen Schiffe dann. Und das nächste wäre dann ein Disney, richtig? Weiß man da den Namen schon? Ja, also das nächste ist jetzt erstmal die Silver Ray für Silver Cruises, also auch wieder ein kleineres, exklusiveres Schiff. Und dann kommt als nächstes die Disney Treasure. Okay. Baugleich zu Disney Wish. Auch ein sehr schönes Schiff, optisch relativ viel gemeinsam, sage ich mal, mit der Queen Mary 2. Also auch ein schöner, langgezogener Bug. Ein ganz, ganz dunkelblauer Rumpf, viel mit goldenen Streifen wird da auch gearbeitet. Und das sind halt dann vom Innenleben her auch nochmal ganz andere Schiffe. Also total auf Familie halt mit den ganzen Disney-Charakteren und der ganzen Inneneinrichtung. Aber wie gesagt, auch Disney Treasure kann ich sehr empfehlen. Auch ein sehr, sehr schönes Schiff dann wieder. Lohnt sich echt, sich das dann mal anzugucken. Und Udo, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Habe ich natürlich gesehen, aber ich wollte den Basti erstmal ausreden lassen. Ich finde, die könnten uns noch mal ein Horn schenken, jetzt so in diese Richtung. Das würde sich dann auf jeden Fall am besten anhören. Ich behaupte mal, dass der Lotse auf der Brücke Besseres zu tun hat, als unseren Stream zu gucken. Der wird das bestimmt nicht mitkriegen. Und vom Fotogenuss kommt auch noch mal ein Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Die Claudia ist das, glaube ich, wenn ich das am Profilbild richtig erkenne. Wir waren schon gemeinsam auf Kuba. Ja, jetzt haben wir natürlich immer Menschen auf dem Bild, weil ich jetzt quasi direkt über den Deich filme. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich glaube, das ist ja irgendwo auch die Faszination dieser Überführung. Gerade halt hier auch dieses Bild mit den Menschen, mit den Wiesen. Gehört dazu. So, ich glaube, meine Fotos habe ich auch. Und Christian, haut auch nochmal 5,99 raus. Vielen, vielen Dank, Christian. Und Claudia ist nun... Nee, Claudia hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Danke dir, Claudia. Klasse. Super Unterstützung und Glückwunsch an den oder die Gewinnerin.
Im Chat kam eben nochmal die Frage, wie viele Leute eigentlich an so einem Schiff arbeiten, um es im Endeffekt zu bauen. Also mit Werftpersonal, werfteigenem Personal und den ganzen Fremdfirmen, Zuliefererfirmen sind es so je nach Schiffsgröße um die 3000 Mitarbeiter dann. Wahnsinn. Vielleicht nochmal hier das gesamte Bild zeigen mit dem Deich. Ja, es wird auch leerer hier an meinem Standort. Also das Schöne an so einer Schiffsüberführung ist natürlich, wenn man nicht gerade so ein großes Stativ dabei hat wie ich und so viel Gerödel, den man auf- und abbauen muss, dann kann man hier wunderbar am Deich entlang fahren. Hier unten seht ihr, ist ein Weg. Einige fahren da mit dem Fahrrad, man kann immer wieder anhalten und dann Fotos machen. Also wer möchte, der kann sich hier wirklich den ganzen Tag mit dieser Schiffsüberführung beschäftigen. Und ich glaube, du hast das auch schon ein paar Mal so gemacht, Basti, oder? Ja, das ist natürlich das Praktische daran, wenn das Schiff so schön langsam ist. Also man kriegt es dann mit dem Fahrrad dann doch irgendwie und auch mit dem Auto natürlich immer wieder irgendwie überholt. Zu Fuß ist es ein bisschen schwierig. Zu Fuß habe ich das auch schon mal gemacht, ein paar Kilometer bis Vene, aber du bist zwar tot danach, aber es geht. Mit dem Auto ist halt immer so ein bisschen kritisch, einen Parkplatz zu finden. Du kommst zwar problemlos mit, aber zum Beispiel hier direkt an der Werft waren auch viele Seitenstraßen gesperrt. Also man muss genau. Dann schon frühzeitig da sein und sich positionieren. Also ich war übrigens heute Morgen um 7:30 der Erste hier am Platz. Es war noch kein Mensch da, aber ich hatte Panik. Basti und ich hatten gestern Abend noch so ein bisschen geschrieben. Ich war hier wirklich im Dunkeln auf dem Deich und habe noch mal geschaut, weil ich ja das hier nicht kannte und wollte noch mal gucken, wo ich mich denn hinstelle. Naja, und ich hatte natürlich so ein bisschen Panik, dass ich dann heute Morgen irgendwie keinen guten Parkplatz bekomme und das ganze Equipment so ewig weit schleppen muss. Also, naja, der frühe Vogel hat den ersten Parkplatz. Ich wollte gerade sagen, das lohnt sich ja dann wenigstens, wenn man frühzeitig da ist, weil so weiß man, dass man auch dann genug Platz für sich hat. Ne? Also du hast einen guten Parkplatz gekriegt, du hast einen sehr guten Standort gekriegt. Trotz des Standortwechsels fühlt deine erste Überführung sehr gelungen, muss ich sagen. Ja, das mit dem Standortwechsel, das habe ich dann ja erst heute Morgen entschieden. Das gestern Abend hatte ich das gar nicht gesehen, aber ich dachte mir dann, den Stream zu starten, wenn die Schlepper festmachen, ist eigentlich eine schöne Sache. Ich wollte mich erst nur hier auf dem Deich positionieren, aber das wäre dann doch sehr spät gewesen und da hätte man das Schiff halt erst sehr, sehr spät gesehen. Wolf, vielen, vielen Dank. Wolf auch schon lange dabei, haut auch noch mal 5 € raus. Sehr cool, freue ich mich. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also wir werden noch ein bisschen draufbleiben, die muss ja da gleich um die Kurve. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich sag mal, das meiste haben wir geschafft. Aber das wollen wir natürlich mitnehmen. Vor allem wird sie ja auch gleich mit dem Heck noch mal rumgezogen. Das heißt, dann sehen wir sie auch noch mal so leicht von der Seite. Und dann kann ich auch endlich hier mit meinem langen Objektiv vielleicht noch was reißen. Ich hoffe natürlich, dass du noch mal das Glück hast, dass sie dir gleich noch mal ein Horn geben. Ich finde aber auch. Es müsste eine App geben und über die App kann man das Horn auf dem Schiff auslösen, wenn man 1 € zahlt. Ich glaube, dann würde das Schiff nur einen ganzen Tag hupen durch die Gegend fahren. Dann wäre die Pressluft irgendwann leer. Ja, das kann sein. Ja, ich kann ja auch mal gucken, was meine Akkus so machen. Ist immer gut, da Erfahrungswerte zu haben. Ach, alles easy. Wir können noch 2-3 Stunden.
Steffi! Guck mal, Oma ist da unten. Oh, hab ich gesehen. So, gleich verfängt sich hier noch ein Drachen in der Kamera. Ja, und jetzt haben wir es hier schön in der Verlängerung von dem Deich. Auch noch ein Bild wert. Haben ist besser als brauchen. Und man sieht jetzt auch, dass sie hinten rumgezogen wird. Meine Frau meckert ja immer, dass ich so selten zu sehen bin. Deshalb nutze ich jetzt mal den Platz hier unten rechts, um mich auch noch mal einzublenden. Seht ihr, wie ich hier auf dem Deich stehe? Es sind jetzt ein paar Wolken da. Aber das Wetter ist echt klasse. Also Wind hält sich in Grenzen. Richtig schöner Tag. Also hätten wir kaum viel besser treffen können. Hallo Tanja, Schatz. Elfi fragt, ob der Deich nicht aufgeweicht ist. Nee, also es ist hier, also wirklich matschig ist es nicht, aber es ist schon weicher Untergrund. Und das Problem ist natürlich in erster Linie, hier die ganze Schafkacke, die hier rumliegt. Also es ist wirklich in jedem einmal einen Meter Quadrat liegt auch irgendwie Schaf- oder Gänsekacke. Darek fragt, ob heute noch mal woanders aufgebaut wird. Ich hatte das überlegt, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es, ja, also man hat das Schiff ja gesehen, man hat diese Faszination gesehen, hier mit der engen Passage, hier auf der Ems. Von daher werde ich jetzt den Standort nicht noch einmal wechseln, aber wer weiß, bei der nächsten Überführung vielleicht setzen wir dann dem Ganzen noch einen drauf. Basti, bist du eigentlich noch da? Ich bin noch da, ja. Ich wollte auch gerade was sagen. Also es ist, du hast natürlich recht, dass gerade zwischen Papenburg und kurz hinter Wehne ist das Bild natürlich, was du hast, immer gleich. Ne? Ich meine, der Fluss ist immer gleich schmal, das Schiff ist immer gleich groß. So. Und was halt immer noch mal ganz interessant ist als Bauwerk, ist die Jan-Berkers-Brücke in Leer. Das gibt immer noch mal ein sehr schönes Bild. Ich meine, es ist zwar jetzt heute Abend auch im Dunkeln, aber es ist immer ganz schön. Auch die Fahrt natürlich über den Ems-Tunnel. Also wenn du dieses Riesenschiff über der Autobahn quasi hast, das ist immer noch mal ganz schön. Aber im Grunde genommen sind die Bedingungen für die Bilder fast immer gleich. Und Steffen haut noch mal ein bisschen Fahrtkostenbeitrag raus. Vielen, vielen Dank, Steffen. Ah, guck mal, jetzt ist doch schön, wenn es da hinten rumgezogen wird.
Man merkt auch, dass es leer wird. Also die meisten, die reisen dann doch mit dem Schiff mit oder fahren nach Hause, weil sie einfach sagen, das reicht ihnen. Was man jetzt hinten am Heck noch mal ganz schön sehen kann, im unteren Bereich, sind eben diese Begrenzungspfähle da im Wasser. Und wenn man da jetzt drauf guckt, sieht man wirklich rechts und links vom Schiff ist kein Spielraum für Fehler mehr. Also das sind wirklich teilweise an gewissen Stellen nur ein halber Meter bis Meter Platz. Und das ist halt einfach immer wieder beeindruckend. Vor allem bei dieser Dimension von Schiff. Ja. Ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt, also ich bin ja mal durch den Panama-Kanal gefahren und das war auch schon beeindruckend. Als ich da damals durch bin, waren wir das größte Schiff, was je im Panama-Kanal passiert hat. Das war mit der Valparaíso Express. Und naja, Schiffe, die oft durch den Panama-Kanal fahren, die erkennt man auch an der Bordwand. Michael fragt nochmal nach, ob das Schiff mit eigenem Antrieb läuft oder ob das nur die Schlepper machen. Hatten wir vorhin auch schon mal, aber wir können das eine oder andere ja ruhig nochmal erzählen, weil wir nicht davon ausgehen, dass jeder den Stream komplett verfolgt hat. Naja, das Schiff fährt schon im Großen und Ganzen aus eigener Kraft, aber gerade jetzt diese engen Passagen, da helfen die Schlepper natürlich extrem bei dem Manöver. Aber es ist schon faszinierend, wie wendig solche Schiffe heutzutage sind. Wir haben das ja auch vorhin gesehen, dass wir 3 Bugstrahlruder haben. Ne, 4 sogar. Und dann hinten diese Propellergondeln. Also das ist schon abgefahren, was die heutzutage können. Man sieht das auch in Hamburg immer wieder. Gerade die Kreuzfahrtschiffe, wenn die an- und ablegen, die haben sehr oft keine Schlepperunterstützung. Ja, das ist halt auch das, was mich an den Schiffen wirklich am meisten interessiert, so die ganze Technik dahinter. Also du kannst, ich meine, das Schiff ist jetzt 345 Meter lang und du kannst 345 Meter auf der Stelle einmal im Kreis drehen. Und das finde ich absolut beeindruckend. Ich glaube, das macht auch die Faszination aus. Egal, ob das jetzt Flugzeuge sind oder Schiffe, es ist halt einfach diese Faszination, dass so etwas von Menschenhand gebaut wurde und was das kann. Sicherlich kann man immer über Sinn und Unsinn solcher Dinge reden und es gibt natürlich auch ganz viele Kritiker, will ich auch alles gelten lassen. Nichtsdestotrotz finde ich es absolut beeindruckend und faszinierend. Und Alexander hat auch noch mal einen super Chat rausgehauen. Mal wieder ein super Stream. Vielen, vielen Dank für das Lob. Das freut uns natürlich, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Es ist sowieso, also das Schönste für uns ist, wenn ihr zahlreich einschaltet, Bild und Ton passen und ihr einfach sagt, Mensch, das ist eine gute Unterhaltung, es ist noch ein bisschen Berieselung. Das freut uns natürlich immer am allermeisten. Also kommt immer wieder die Frage, wie kann man euch unterstützen? Die beste Unterstützung ist regelmäßig einschalten, dabei sein, zugucken, im Chat mitwirken. Das ist immer das, was uns am meisten freut, denn das zeigt ganz einfach, dass sich das lohnt, was wir hier treiben. Ja, für alle, die später dazugekommen sind,
kann ich ja noch einmal die Routenanimation zeigen. Ich habe hier so eine kleine, so ein kleines Video vorbereitet, wo ihr einfach nochmal seht, welche Route die Carnival Jubilee bis nach Eemshaven zurücklegen muss. Und von dieser Route haben wir jetzt, glaube ich, ja, wenn es hochkommt, den ersten Kilometer, vielleicht anderthalb, gezeigt. Also an der einen oder anderen Stelle müssen die einfach noch einen kleinen Zahn loslegen, wenn die morgen in Eemshaven sein wollen. Ja, was man aber in der Animation auch schon gut sieht, ist, dass die Ems dann ab Leer auch ein ganzes Stück breiter wird. Also da kann man dann auch, ich sag mal, verhältnismäßig richtig Gas geben. Komm, aber die auf 3 Knoten beschleunigen. Aber Paddy, auch nochmal zur, in Anführungszeichen, Beruhigung für dich. So wie es jetzt vom Wetter her aussieht, wird es auf den nächsten Kilometern, in den nächsten Stunden wahrscheinlich auch bleiben mit dem bedeckten Himmel. Also sonnentechnisch hast du jetzt, glaube ich, alles rausgeholt, was heute generell möglich war. Danke. Ich fand es ja auch gut, dass ich doch nochmal am Werfthafen war, also in dem Becken, was direkt an der Werft ist, weil da hatten wir heute Morgen ja richtig schönes Glitzern. Also da hatten wir schon ein paar schöne Reflexionen auf dem Schiff, als sie angefangen haben, das zu drehen und auch auf den Schleppern. Also ich muss sagen, ich glaube hier, der Start mit der Werft ist dann definitiv schon ein Highlight der Überführung. Sicherlich auch die Jan-Berghaus-Brücke und das Sperrwerk. Aber, wie gesagt, wir müssen uns ja Optionen für ein anderes Mal offen halten. Und Maike ist auch wieder dabei und haut das obligatorische Fischeis raus. Klasse, Maike. Vielen, vielen Dank. Und Maike wünscht sich den Mann mit der Hupe. Aber Maike, heute muss ich dich enttäuschen, denn wir haben gesagt, für diesen Stream hier hauen wir heute keine Hörner aus der Konserve raus. Wir haben 3 oder 4 Mal das Horn der Carnival Jubilee gehört. Ich werde mich auch hinsetzen und mal gucken, ob da eins vom Ton her taugt, sodass wir das für die Zukunft dann auch einspielen können. Maike, trotzdem vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich finde aber auch, jetzt wäre eigentlich nochmal ein schöner Zeitpunkt für das echte Horn. Also ich glaube, die Daumen sind alle gedrückt und alle Bestellungen sind, glaube ich, raus. Ja. Also da hinten an der Stelle stehen jetzt zu wenig Menschen. Die meisten standen doch hier und die denken sich wahrscheinlich auch, warum soll ich jetzt hier die Kühe mit den Hörnern aufscheuchen? Und Onascht haut noch mal Fischeis, Kiezmische zum Nachspülen raus. Vielen, vielen Dank, Onascht. Und ich sehe gerade bei Onascht,
das erste, ist einer der ersten Mitglieder mit einem roten Schiffchen vorne, also rotes Logo. Das heißt, Onasch ist jetzt schon 6 Monate dabei. Vielen, vielen Dank, Onasch. Hat uns ja auch schon mal im Stream besucht. Ist natürlich auch immer klasse, Leute zu treffen. Also was ich vor allem vorhin noch erlebt habe, als ich gerade abgebaut habe, das war wirklich klasse. Da war auch so ein Pärchen hinter mir und er hatte auch so ein paar Fotos gemacht und ich glaube auch ein paar Fotos von mir. Ich war dann aber so im Stress, weil ich ja abbauen wollte, dass ich gar nicht mit denen jetzt ins Gespräch kommen konnte. Und dann drehe ich mich aber um und die Dame hatte so eine Umhängetasche, eine selbstgenähte Tasche und hatte also wirklich so groß das Hamburghafen Live Logo selber drauf genäht. Ich habe mich so gefreut. Schade, das hätte ich euch so gerne gezeigt. Ich war aber so im Stress, ich konnte nicht mal irgendwie ein Handyfoto machen. Ich hoffe, die schicken mir noch ein Foto, da hatte ich sie drum gebeten. Also sowas, das ist natürlich Zucker. Ja, ich würde sagen, wir warten noch ab, bis die Schlepper da hinter den Bäumen sind, also um die Kurve, die Jubiläe, die wird man ja noch lange sehen. Also hier ist ja plattes Land, aber wir warten noch ab, bis die Schlepper da um die Ecke sind. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit, wenn wir schon mal hier sind. Ja, Paddy, das mit der Tasche ist natürlich mega cool, also wirklich richtig, richtig toll. Und ja, gerade kurios an so einem Ort wie Papenburg, wo du ja noch nie gewesen bist. Ja, schon richtig, richtig klasse. Ja, hat mich auch voll gefreut. Also sowas ist wirklich ein Highlight. Ja, jetzt kommt gerade nochmal die Frage, wann sie ungefähr an der Jan-Berghaus-Brücke sind. Irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr, also 19:30 stand, glaube ich, im Plan. Man muss natürlich immer rechnen, plus minus 15, 20 Minuten, je nachdem. Aber ungefähr 19:30 Uhr, 20 Uhr wird sie in Leer zu erwarten sein. Zur Frage von Martin Bohmann noch ganz kurz. Nein, das täuscht nicht. Das ist tatsächlich so, weil das Schiff dann einfach besser zu manövrieren ist, hauptsächlich. Und weil man sich auch dadurch, dass die Antriebe jetzt quasi vorne sind, in Fahrtrichtung vorne, schaufelt man sich selbst noch ein bisschen Wasser um das Schiff. Das heißt, man hat so noch mal ein kleines bisschen mehr Tiefe im Wasser dann. Man hat das vorhin sogar kurz gesehen. Ich hatte ja einmal den Tiefstandsanzeiger groß im Bild. Und da hat man auch wirklich kurzzeitig gesehen, dass das Wasser mal an der Anzeige circa 20 cm höher war. Da kommen auch die ersten Gäste. Ja, und so langsam geht's da um die Kurve. Hier ist nochmal eine Frage von King Kong. Die Nock wäre extra provisorisch umgebaut.
Weißt du da was genau, von? Haben die für die Überführung was geändert an der Nock? Richtig, man hat auf beiden Seiten an der Nock hat man die Instrumente quasi einmal andersrum eingebaut und die ganzen Anzeigen, damit man sich nicht immer drehen muss zwischen Sicht von der Nock runter und den Anzeigen, sondern dass man alles in einem Blickfeld hat quasi. Ah, interessant. Ja, die Nock ist quasi der Ausleger an der Brücke. Also die Brücke geht ja über die ganze Schiffsbreite und Nock nennt man auf beiden Seiten dann diese Überhänge und von der Nock kann man dann halt auch ganz gerade runter gucken am Schiff entlang und gerade für alle Arten von Manöver anlegen, ablegen und natürlich so eine Überführung benutzt man halt die Nock, weil man da besser sehen kann und auf jeder Nock ist nochmal ein kompletter Fahrstand. Also das heißt, da hat man nochmal den Telegraphen. Telegraph ist dieser Hebel, mit dem man die Geschwindigkeit steuert, aber auch komplette Rudersteueranlage, Funk und so weiter und so fort. Also all das findet sich dann jeweils auf der Nock. Ist normalerweise in Fahrtrichtung angebracht. Und das haben sie wohl dann um 180 Grad gedreht für die Überführung. Und Thomas lädt sogar, dass uns man nochmal einen kurzen Blick oben reinwerfen kann, weil die Sonnenblenden links, glaube ich, sogar sind oben. Ja, ich war eben schon ganz nah dran, aber mehr als so geht leider nicht. Es ist jetzt wirklich, ja, das Schiff ist schon ziemlich weit weg. Ja, und Thomas lädt uns nochmal zur Feier des Tages auf eine Runde Kiezmische ein. Vielen, vielen Dank, Thomas. Übrigens, wenn ihr manchmal das Gefühl habt, dass wir uns so ein bisschen ins Wort fallen, es liegt einfach daran, weil wir auch ein bisschen Latenz haben. Also das ist nicht so, als wenn wir jetzt telefonieren, komplett ohne Verzögerung. Also manchmal fängt einer an zu sprechen und der andere fängt auch an zu sprechen und jeder denkt aber, dass er der Erste war. Ich weiß, dass das manchmal als Zuschauer ein bisschen anstrengend ist, aber lässt sich leider nicht vermeiden. Schade, dass niemand Achterbahn gefahren ist. Also ich glaube, von der Achterbahn sind auch sehr viele fasziniert. Hier sieht man sie nochmal von der Seite. Und da scheint auch ein Bildschirm an zu sein. So, nochmal Wetter einblenden hier, aber da hat sich auch nicht viel dran geändert. Hat man ja eh gesehen. Ja, Leute, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war echt klasse. Hier aus Papenburg. Klar, das Wetter ist natürlich die halbe Miete, haben wir richtig Glück mit gehabt. Temperaturen sind machbar, nicht zu starker Wind. Wir hatten ein bisschen schönes Licht, wir hatten tolle Standorte hier. Das Auto steht nicht zu weit weg. Also ich kann nur sagen, ich bin rundum extrem glücklich. Jetzt hole ich den Basti noch mal bildmäßig hier rein. So, da. Ja, ich fand es wirklich mega cool. Also es war eine schöne Gelegenheit, den Paddy mal zu unterstützen. Ja, wäre natürlich gerne selbst dabei gewesen, hat aber nicht ganz sein sollen diesmal. Ja, aber alles in allem war es ein schöner runder Stream, hat mir wirklich Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin auf jeden Fall angefixt. Also vielen Dank auch für dein ganzes Wissen, was du hier rausgehauen hast. Da war doch eine ganze Menge bei, was ich nie im Leben gewusst hätte, nicht mal hätte googeln können. Da merkt man ganz einfach, dass du dich auch schon lange mit diesem Thema beschäftigst. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht da draußen, das Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit, habt ein paar tolle Eindrücke bekommen, habt schön gechattet. In diesem Sinne, einen ganz, ganz fetten, recht herzlichen Dank, dass ihr alle so zahlreich eingeschaltet habt. Und wir schauen einfach mal,
was dem nicht so passiert. Also ich habe noch gar nicht auf die Fahrpläne in Hamburg geschaut, aber irgendwas geht ja immer. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Das war jetzt aber echt spät. Kaum laut. Aber egal, ich finde ein schöner Abschluss. Nochmal das Horn von der Karneval-Jubilee. Basti, mach's gut. Liebe Zuschauer, alle da draußen, die zugeguckt haben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde einpacken und dann hier den Hindernislauf wieder antreten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.